muss man jetzt verhalten taktisch. Du reißt nur nicht drauf, wenn das Lenk mal maximal über irgendein Dingsbums drüber. Und wenn es doch sehr was groß ist, das ist jetzt herum. Haus doch! Haben Sie das Fernsehen oder wie? Wie geht's? Ja, bitte. Fernsehen, Schwitz. Ja, wunderbar. Servus. Wann geht dein Flug? Um 3? Heiß. Okay. Okay, vielleicht hole ich dich vom Flughafen ab. Ja, ja. Du kommst aus Athen, gell? Gut ist, lass mich die Merit schön grüßen, Hans. Gut ist. Grüß euch. Ja, ich bin danke. Ja, das hat lang gedauert, ne? Was, wann? Samstag. Lang gedauert. Ja, bis heute 8 in der Früh. Und um heute 8 in der Früh haben sie nur die Engel mit roter Milch ausgespritzt. Das war echt, ja. Mit roter Milch? 16, naja, 700 Liter Milchpatsch habe ich. Rote Ecke, ne? Wie der Blöde. Rote Milch. Rote Milch, ja. 700 Liter. Aus 4 Kanälen. Und dann mit dem Schlauch so aufgespritzt, und man dachte, dran, das hat ja die erschreckend ausgeschaut, die alle in weiß. Dann haben sie sich ausgezogen, das hat dann alles auf so einen Haufen liegt, alles rot eingefärbt mit Schlauch und so aufgespritzt. Boah, also danke, jetzt gehe ich. Na ja, tun wir was, ne? Ja, klar. Läuft. Vom 90. der Plattenfirma aus kommen da die Leser Wiesel und der Stephansdom, der Staatsoper und der Bundesanteil der Wiesel. Was liebst du diese Stadt eigentlich? Ja, ja. Oh, live. Los. Vom 90. der Plattenfirma hat einen ausgezeichneten Blick über Wien hinten, Stephansdom, dann da Wiener Staatsoper, Albertines und Albertiner Platz und die Arbeiten und Denkmal. Liebst du diese Stadt? Naja, das ist schon anzunehmen. Nicht, weil, dass ich also nicht genügend Möglichkeiten gehabt habe, wegzugehen, kann man ja nicht sagen. Aber ich bin da, weil ich da herkehre, weil ich den Schmäh habe, weil das mein Schmäh ist. Außerdem werde ich diese Stadt wach halten. Das ist keine Stadt, wo irgendeinem was gelingt und alle stehen auf und sagen Hurra! Und dann alle sagen, ja, was ist denn jetzt hier da eingefallen? Was macht er denn da eigentlich? Und das hält mich wach. Und das ist schon los. So. Von hinten kommt dann mal der Blockmanager. Ja. Du hast auf Sonnenbad, gell? Okay. Was ist es jetzt genau, was dich an diese Stadt hält? Ich meine, hast du zum Beispiel schon je gedacht, aus zum Beispiel steuerlichen Gründen woanders hinzugehen? Ich meine, gibt es ja genug Beispiele, die das tun. Was mache ich in der Schweiz? Was mache ich in Monte Carlo? Was mache ich auf den Bahamas? Wie gesagt, mein Schmäh rennt da und ich bin ganz sicher, dass ich ein würdiger Vertreter dieses Schmähs bin. Und ich glaube, dass mir das, was immer woanders steuern, das spornt auf der anderen Seite wieder mehr als das kosten würde. Also bleibe ich lieber da und arrangiere mich. Wenn es schwer zu halten, dich zu arrangieren? Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe jetzt eineinhalb Jahre Zeit gehabt, um ein bisschen zu leben, weil dieses System, für das ich mich einsetze, die ja nur dann funktioniert, wenn man sich einmal die Zeit nimmt, die Früchte seiner Hacken irgendwie auszukosten. Und das habe ich getan. Wir haben eine Wohnung gebaut, wir haben ein Haus gebaut, zwei Baustellen und da fragst du mich, was ich getan habe. Also. Fällt es eigentlich schwer, die Früchte deiner Arbeit auszukosten, weil gewisse Dinge kannst du einfach nicht mehr wettmachen, zum Beispiel deine Popularität. Und steht die dir manchmal im Weg eigentlich, gerade nämlich dann beim Auskosten der Früchte? Eigentlich nicht. Weil wenn man sie aufführt wie ein Mensch, dann wird man überall behandelt wie ein Mensch. Allerdings, man, es nervt hin und wieder, nur die Vorteile wiegen die Nachteile eigentlich auch, vor allem finanziell. Wiener Blut heißt deine neue Single, dann auch deine neue LP. Das ist ja nicht die erste Nummer, die du über Wien machst. Da gab es schon eine ganze Reihe, angefangen mit ganz Wien, über Kommissar letztendlich, Amerika, Amadeus, was war noch, Vienna Calling. Ja. Wieso immer nur mal über Wien? Ja, eigentlich mache ich nur Wiener Lieder und mache Alben nur rundherum, bis ich zu den Wiener Liedern komme. Ja, wie gesagt, es ist mein Schmäh und das zieht sich durch alle Alben durch wie ein roter Faden und es wird auch weiterhin so bleiben. Mhm. Aber Wiener Blut ist doch eine Nummer, jetzt mal vom Text her, mit der wahrscheinlich auch selbst eingefleischte Wiener Schwierigkeiten haben. Holen wir vielleicht doch ein Puder.
bedeuten. In der Blut ist es eigentlich eine Nummer vom Wechseln, mit der wahrscheinlich selbst eingefleischte Wiener ihre Schwierigkeiten haben. Was soll jetzt ein, weiß ich nicht, Deutscher, ein Engländer oder gar ein Amerikaner damit anfangen können? Das ist mir eigentlich wurscht. Ich habe also noch nie irgendwas gemacht in der Absicht, damit irgendeinem Volk der Welt besonders zu dienen. Wenn du dir anschaust, die Wiener Nummern von mir, dann waren die immer gerade und sehr spontan und eigentlich gerade eben heraus und so war es. Und take it, love it or leave it. Und wenn die Wiener nicht verstehen, das macht auch nichts. Naja, die Wiener verstehen jetzt schon, die, was ich meine. Welche meinst du denn da? Naja, die Nachtgewächse, weil du weißt, ich war immer auf der Seite der Randschichten. Middle of the road kenne ich eigentlich gar nicht, außer beim Autofahren. Ja. Und die Randgewächse, kennst du die heute auch noch? Ja, sicherlich, gerade die, ne? Weil die haben eigentlich immer noch am besten Schnee. Mhm. Du bist du noch ein Nachtmensch heute jetzt? Gibt es noch das Nachtleben von Wolgo? Ja, gibt's schon, hin und wieder. Hin und wieder gibt's das? Ja, für die großen Zehen fahre ich morgen nach Hollerbrunn. Ich genieße das Hollerbrunner Nachtleben. Bleiben wir noch ein bisschen bei Wien und bei deiner Beziehung zu Wien. Wien ist eine Stadt, in der künstlerisch ziemlich vieles umstritten ist. In Wien, die Staatsoper ist da drüben, da gibt es in der Direktion dieselben Schwierigkeiten wie in Theaterdirektionen oder unter uns der Albertinerplatz. Das haben wir uns nämlich eingeschossen. Reif. Wien ist eine Stadt, in der künstlerisch einiges umstritten ist. In den Theaterdirektionen, Staatsopernführung oder hier der Albertinerplatz noch ohne Denkmal. Ist es eigentlich ein Klima für einen Künstler, ein fruchtbares Klima? Naja, zu dem Künstler, den du ansprichst, muss ich ein bisschen ausholen. Weil mein Wien ist das Wien der 70er Jahre. Ich bin ein 57er Jahrgang. War 1968, wo sie also das letzte Mal groß im großen Rahmen jugendpolitisch, jugendkulturell was aufgespielt hat, gerade 11 Jahre. Also haben für mich die 70er Jahre getragen. Und mit den 70er Jahren ist für mich untrennbar verbunden die Regierung Kreisky. Ich bin kein Freund von den Roten, aber ich muss sagen, was die Regierung Kreisky, und da gab es also auch einen Kulturstadtrat, der Zinkkassen hat, der jetzt Bürgermeister ist, was die Regierung Kreisky getan hat, war also wirklich ein günstiges Klima schaffen für die Jugend. Ja, wenn du dir bitte anschaust, was in die 60er Jahre bei uns noch angespielt hat, es war ja auch Anfang der 70er erst so, dass diese sogenannte Musikszene, ja, überhaupt erst gekommen ist über Gewerkschaftsclubs, über Bandwettbewerbe. Ich meine, 1970 war ich 12 Jahre alt und da hat es also wirklich nur die Philharmoniker gegeben. Und da muss man sagen, für mich waren die Roden immer eine Frage der Persönlichkeit. Und der Kreisky hat einen super Schmäh gehabt, der Zilk hat viel getan und wir sind momentan auch mit dem Wranitzky sehr gut dran, glaube ich. Es ist für mich immer eine Persönlichkeitsfrage. Alles, was du angesprochen hast, ob das Oper ist oder Albertiner-Denkmal, ist in dieser Regierung eben ein Politikum. Und ich meine, ich habe nichts gegen den Rutlitschka, aber er schickt eigentlich im Prinzip alle österreichischen Steuerzahler scheißen. Und das ist ein Skandal. Und dass den Ziel Gewinner haben lassen, ist auch ein Skandal, weil sie genau wissen, er ist belastbar. Also ich meine, Herr Rutlitschka, wenn man von da, wo wir jetzt dran runterfliegt zu dem Denkmal, geht sich also ein ganzes Gebet aus. Das wird ein hoffentlich können Sie irgendwo machen. Gibt es für dich eigentlich irgend so etwas wie künstlerische Solidarität? Naja, künstlerische Solidarität. Ich meine, wir sind die zweite Generation der Wiener Rock'n'Roll-Musiker. Die erste Generation, lass mich sagen, war an den bekannten Namen. Hauenstein, Supermax, Peter Wolf, Ratzer, auch Christian Kolonowitz noch. Wir sind die zweite Generation und ich weiß nicht, was mit uns los ist. Zu uns gehört Hansi Lang, Hansi Dulmitsch, Hansi Hölzl. Nur jetzt von der Oberfläche her die bekanntesten Namen. Und jetzt schauen wir wirklich, was bei uns überblieben ist. Mit wem soll ich denn solidarisch sein? Ich weiß nicht, was das für ein unsagbares Drama ob dieser zweiten Wiener Rock'n'Roll-Musiker-Generation ist. Aber ich meine, da ist eigentlich nicht sehr viel, mit was man solidarisch sein könnte. Um nochmal kurz bei Rubnitsch zu bleiben, jetzt meint er, schickt alle österreichischen Steuerzahler in die Scheiße. Ja. Wird man als Künstler vielleicht in diesem Land immer wieder auch so weit provoziert oder so weit mit Auflagen und Schwierigkeiten, was die ganze Bürokratie und so betrifft, versehen, dass man irgendwann einmal den Staat irgendwie das Götz-Zitat rückt? Naja, der Rubnitsch schickt ja nicht die Regierung Scheiße, sondern den Steuerzahler. Und ich weiß nicht, also wie weit man in die Situation kommt, dieses Götz-Zitat auszusprechen. Er kann es sichtlich als Salonroder erlauben, nicht? Als 45er-Mitglied
vielleicht habe ich diese zweifelhafte Karriere auch noch vor mir und dann reden wir nachher weiter. Du kannst es für dich jetzt noch nicht vorstellen? Na, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man braucht da keine goldenen Scheuklappen verleihen, man braucht keine großartigen Preise sich gegenseitig zuschanzen, nur um sich gegenseitig zu loben. Eigentlich gehört an die Leute, die die Scheuklappen kaufen, an goldene Scheuklappen verleihen und nicht an die, die es machen. Du hast aber die, du hast trotzdem was gerne, oder? Ja, ich weiß schon nicht mehr, wohin damit. Ich weiß wirklich nicht mehr. Du sagst in der Politik, du hast jetzt speziell von den Roten gesprochen, aber eigentlich ob Rot, Schwarz, ob Braun, ob egal welche Farben, es geht ja überall um Persönlichkeiten. Und es kommt überall auf die Persönlichkeiten an. Wie ist es denn da in deinem Genre, in deiner Sparte? Wie sind denn da die, wie dicht sind denn da die Persönlichkeiten gesehen? Naja, ich darf dir einen Fanbrief zitieren. Die Bettina S. aus Wien, Stift 17, schreibt mir: Lieber Falco, ich gehe ins Lycée und alle meine Freundinnen haben gesagt, naja, mit dem Hansi Hölzl ist ja auch schon alles tote Hose, weil der schreibt ja auch nur alle 3 Jahre in Lidl. Aber ich habe gesagt, seid froh, dass zumindest einer eins schreibt. Weil alle anderen in Österreich, die Proleten, sind ja näher, als wären es hauptberuflich bei der Sozialfürsorge. Das ist die junge Stimme Österreichs. Was soll ich da noch hinzufügen? Dann los. Der Falco kann man, ich weiß nicht, die Mundo-Serie wird gerade wieder wiederholt. Ein echter Wiener geht nicht unter. Ist das so? Ist das deins? Nicht unbedingt meins. Nein, nicht unbedingt meins. Meins ist mehr angesiedelt so in der, lass mich sagen, in der Mitte 70er Jahre Patchouli-Szene, die sich dann über die erste alternative Einzelhaft-Schallplatten mit Junge Römer eigentlich immer mehr dem Establishment zugewandt hat und schließlich und endlich jetzt in der erlesenen Creme der 5000 Spitzensteuerzahler in Österreich eingezogen zu sein. Aber mit dieser Entwicklung hast auch du dich immer mehr dem Establishment zugewandt, ne? Das meine ich ja eigentlich. Ich hab noch nach Einzelhaft irgendwie gesagt, also Ende der 70er Jahre gab es für mich eine ganz, ganz klare Entscheidung. Entweder ich bleibe unter meinen Kollegen Hansi Wank, Hansi Dümitsch, die ich sehr schätze nach wie vor und über die ich ja gar nichts sagen will, bleib in Wien und gebe mein Bestes und versuche mit meiner Kunst durchzukommen, oder es war eine ganz klare Entscheidung, oder ich gehe hinaus und versuche mit der Welt ein bisschen mitzuspielen. Das hat sich also damals, und ich hatte das wirklich, wirklich schweren Herzens und schweren Gewissens getan. Ich bin nach St. Anton und nach Saalbach Kommerzspielen gefahren und immer wenn ich das Satin-Hemd entorzogen habe, habe ich also 3 Stoßgebete gegen den Himmel geschickt, um zu hoffen, dass ja niemand aus Wien da ist, um mich da zu sehen. Aber das war 2 Dinge auf einen Punkt zu bringen, nämlich die Wiener Partie und den Kommerz, und das ist dann in der Figur Falco irgendwie gelungen. Und das ist jetzt fast 10 Jahre her und hat sich natürlich entwickelt. Mhm. Wie hat es sich entwickelt, wenn du jetzt so die 10 Jahre zurückschaust? Es steht, du kannst es auch anders fragen. Du kannst sagen, sag, Hans, hast du Identitätsprobleme? Das ist du gefragt. Darauf kann ich sagen, habe ich nicht. Allerdings habe ich jetzt langsam erst in den letzten Jahren die Distanz zu diesem Ungeheuer, das man da neben sich her erzogen hat, dass ich sagen kann, vielleicht kann ich es an meinem Beispiel nicht so genau erklären. Aber es passiert mir immer wieder, dass Leute zu mir dann sagen, pass auf, jetzt haben wir dich kennengelernt, Alter, eigentlich bist du eh nicht so ein Ungusto, wenn wir uns immer dachten. Und da fällt mir eines auf. Ich bin also 1981 mit einem anarchistischen Lied mit dem Kommissar, der also die Drogenszene Wiens in alle Haushalte gebracht hat, angetreten und habe genau gesehen, wenn man also das Establishment benutzen will, wenn man mitspielen will, ja, um irgendwo hinzukommen, dann muss man in diesem deutschsprachigen Raum, ist das Plattengeschäft am Mickey-Maus-Geschäft und spielt sich eigentlich am Samstagabend ab. Dann muss man in diese Sendeleiste hinein. Und was hätte der Typ, der aus dem U4 kommt und auf einmal bei Blacky Fuchsberger im Samstagabendprogramm vor einem deutschen Durchschnittspublikum steht, anderes sein sollen als arrogant. Der hat nur arrogant sein können. Na, was hätte er sonst? Soll er sich dort hinstellen und sagen, ja, weißt du, Blacky, das mit dem Kokain und so, das ist natürlich so, weil ich nicht Herz auf Schmerz und Liebe auf Triebe reimen will, sondern ich möchte natürlich auch eine Transparentmachung einer gewissen Situation, alles kacke. Der hat nur gelacht und gerade auf dem Punkt sein können. Und so hat er sich entwickelt. Ein schönes Beispiel dafür ist für mich die ERV. Wenn du die ERV lang genug kennst und weißt, was sie ideologisch und gruppendynamisch und was weiß ich alles für Probleme gemacht haben, die haben es nicht leicht gemacht. Sie sind jetzt nach über 10 Jahren endlich einmal dort, dass sie auf allen Kanälen Zugang zu den Leuten haben und wo man auch dann wirklich sagen kann, sie haben den Kommerz benutzt, um dem Kommerz zu zeigen, was los ist.
Und so ähnlich ist das bei mir funktioniert, nur bestehe ich nicht aus 7 Teilen. Mhm. Du kannst aber über dich ganz schön toll distanziert sprechen. Also du redest über Falco, wie wenn er dich nichts anginge fast. Ich habe keine Dissertation noch über ihn geschrieben, aber in Deutschland ist das schon passiert. Nur möchte ich das gar nicht lesen, weil dann kenne ich mich von vorn bis hinten erst nicht aus. Ja. Hast du wirklich in den letzten Jahren so viel über dich nachgedacht, dass du das jetzt alles so analytisch sehen kannst, die Basis? Es hat einen Punkt gegeben, der war Ende 1986. Ich habe also 85 und 86 zwei LPs gemacht, 5 Singles gemacht, 6 Videos gedreht, 3 Live-Tourneen gespielt. Und 86 war das Jahr der absoluten Euphorie, das Jahr der Schulterklopfer, das Jahr der... Na Alter, du bist ganz einfach ein Wahnsinn, das hätten wir uns nicht gedacht, dass da einer von uns nach Amerika kommt. So. Das geht natürlich ein Jahr ganz gut und dann habe ich mich irgendwann einmal nach der Japan-Tournee ins Spiel geschaut und gesagt, pass auf, Alter, irgendwie so zart ist eigentlich nicht. Aber das geht jetzt vielleicht so musiktechnokratisch, würde man sagen, Position stabilisieren und was weiß ich für einen Kass. Ich pfeife auf die Position, sobald ich mich selber nicht mehr wirklich sehe. Und das war Ende 86 der Fall. Ich habe mir gedacht, das zahlt nicht an, für das lebst du nicht und das ist dir die Hoffnung nicht wert. Du bist zwar mit einem Anarchie-Lied, wo du glaubst, dass das geht über die Wiener Subszene überhaupt nicht hinaus, Nummer 1 in Österreich gewesen 1981, zu einer Zeit, wo es überhaupt keine deutsche Sprache gegeben hat in der Popmusik, wo es also Peter Alexander oder Jürgens gegeben hat. Du hast dir einmal die Latte so weit gelegt, dass diese Nummer 3 in Amerika war. Nachher hast du dann viele Interviews gegeben, worauf du irgendwann einmal draufgekommen bist nach dem Kommissar, dass dich diese Interviews nur an Situationen erinnern, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben möchtest, nämlich, dass die Latte bei Nummer 3 in Amerika liegt. Dann hast du weitergemacht, ein Album, Junge Römer, das also wirklich im Nachhinein von den elitärsten Medien in die großen 10 aufgenommen wurde. Obwohl es also im Moment der Veröffentlichung komplett missverstanden und komplett eigentlich angefeindet wurde, da haben sie also dann eigentlich schon die Donau Gott sei Dank abgeschwimmen gesehen, dann kam leider wieder was dazwischen, das war Amadeus und damit hast du dir die Latte wieder um 2 Meter höher gekriegt. Wenn du nicht aufhörst, ununterbrochen diese Latten mit dir herumzuschleppen, dann gehst du irgendwann einmal vor die Hunde. Ich meine, ein Gift, was einen sehr lieben Kollegen in letzter Zeit von uns genommen hat, habe ich immer ausgelassen. Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht dem Totengräber auch schon etliche Male von der Schaufel gesprungen bin. 86 habe ich mir gedacht, pass auf, du hast ein Kind und du kannst dich dieser Verantwortung nicht entziehen, du willst dich dieser Verantwortung auch nicht entziehen, mach eine Pause und schau, wo du hinkommst. Ich habe das ganze 87 Jahre nichts getan. Es war also viel in der Yellow Press los darüber, was ich mit meiner Frau und meine Frau mit mir und wir haben eigentlich unsere Beziehung durch das Jahr 87 zu einem Selbstbedienungsladen gemacht, wo jeder eine spazieren hat können, um sich seine Zeilenhonorare aufzuschreiben. Aber dann irgendwann habe ich gedacht, pass auf, also so geht es eigentlich auch nicht. Und jetzt entscheide dich einmal für dein Schmäh. Sag einmal, was willst du? Willst du jetzt nach Amerika gehen, willst du da bleiben? Wenn du da bleibst, dann musst du eine Wohnung bauen, dann musst du ein Haus bauen, dann musst du dir eine gewisse Intimsphäre schaffen. Das war auch mit der Heirat verbunden. Und jetzt ist es also so, dass ich mir im Nachhinein denke, viele Leute werden es mir als Kalkül auslegen, 87 nichts gemacht zu haben, weil 87 sowieso der Niedergang des österreichischen Selbstbewusstseins war mit unserer Waldheimat. Und ich also das ganze Jahr 87 in Amerika sowieso nichts anderes hätte tun können, als erklären, warum und weshalb und wieso der Vertreter des jungen Österreichs. Im Grunde genommen ist es mit der Pause nur so gewesen, dass ich mir gedacht habe, jetzt musst du aufhören, sonst läuft dir diese launische Diva-Muse überhaupt davon. Mhm. Und mit der Muse ist es auch so, ich bin ein professioneller Nachläufer, der musst du nachlaufen, weil die küsst dich nicht so ohne weiteres. Und von 10 Mal küsst sie mich 9 Mal nicht und wenn sie mich küsst, muss ich einen Platten machen und da ist sie. Und sie hat dich geküsst. Ja, ich hoffe. Du hast das vorher ganz gut gesagt mit den Latten, die man sich höher oder auch dann wieder tiefer legt. Was ist jetzt für dich Erfolg? Ich meine, früher mal hast du vielleicht als Ausrede, als Ziel dir selber sagen können, du bist reich und berühmt werden. Das bist du nun, das gilt nicht mehr. Das heißt, für dich wird Erfolg eine immer persönlichere Sache, etwas, was immer mehr an die Substanz geht. Was willst du dir jetzt noch beweisen? Ja, die Luft wird nach oben hin immer dünner, ne? Das ist schon wahr. Und wenn die Latte einmal so hoch liegt, kannst du eigentlich nichts anderes tun, als dir eine gewisse, was ich momentan nicht tue, ja, eine gewisse Taktik für Interviews zurechtzulegen, weil du ganz einfach nicht unbedingt jedes Mal dein Inneres nach außen stülpen willst und auch nicht kannst. Weil dich das nur an Dinge erinnert, mit denen du eigentlich erleben musst.
der Erfolg ist ein Hund. Weil der Erfolg gibt da immer recht und ich sage, wo es ein Rauf gibt, gibt es ein Runter und es muss ein Runter geben, weil sonst sieht man sich nicht richtig. Man sieht sich nur in der Minute des Misserfolgs. Wirklich ganz ehrlich richtig. Ich glaube halt nur, dass ich einen Status habe. Ich habe einmal in der deutschsprachigen Schallplattengeschichte Geschichte geschrieben. Da liegt ein Maßstab und der heißt in etwa 25 Millionen verkaufte Tonträger. Und da kommt keiner dran vorbei. Das heißt, ich kann eine schlechtere Platte machen, ich kann eine bessere Platte machen, das wird aber nichts an meinem Stellenwert ändern. Mhm. Auch ad personam. Ich glaube, gerade wenn ich mir jetzt so die Jungspatzen ein bisschen anschaue, was da für eine Generation nachwächst, gibt es also noch eine ganze Menge, die ich zu sagen habe. Ist dir dieser Stellenwert schon wichtig? Bist du stolz auf diesen Stellenwert, den du geschaffen hast? Ich glaube, dass unsere Leistungsgesellschaft von Stellenwerten lebt. Mhm. Und dass es wichtig ist und dass der Vorarbeiter darauf stolz ist, die Haken gekriegt zu haben, weil er ganz einfach besser ist und mehr aussieht. Und so soll es auch sein. Und du bist so ein Leistungsmensch. Ja, mein Gott, Leistungsmensch, sagt er, ey, die Muse kannst du nicht, die kannst du nicht irgendwie in Koordinaten eingrenzen. Du kannst halt nur sagen, was spürst du jetzt, was ist momentan der Schmäh? Mach so eine Nummer. So eine Nummer ist zum Beispiel Wiener Blut. Falco Rides Again ist wieder eine Konzeptnummer. Ne? Satellite to Satellite ist eine Weihnachtsnummer, wo also sogar der abgefuckte, abgewichste alte Falco gedacht hat an feuchte Kinderaugen und brennende Kerzen und Sternschnuppen. Und das ist alles drinnen in der Gefühlsskala. Das ist alles keine Lüge. Aber es ist ja ein sehr, du bist verbal total durchtrainiert, irgendwie, total fit. Hast du das jetzt alles schon durchgespielt? Alle Möglichkeiten, die wir uns vielleicht noch begegnen können, zum Beispiel im Interview? Meine Frau sagt immer in der Nacht, alter, hör auf zum Erzählen, was hast du da jetzt wieder gesagt? Sag ich gar nichts, ich hab nur gesagt, basta. Also im Sinne von aus. Ja, man muss natürlich ansehen. Was die Bettina S. aus Neustift sagt, ist unter anderem jenes. Also eins sage ich der Falco, mit der Dudlerten Schlampen der Nielsen heißt nicht singen brauchen, weil da hat man deutlich gemerkt, dass die ja noch weniger singen kann als du. Aber wir verzeihen dir das alles, weil für uns ist dein abgefuckter Schmäh immer noch besser als der von den anderen Proleten. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hätte also nie über Kollegen mir erlauben, das zu sagen, was sie sich alles schon erlaubt haben, über mich zu sagen. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn man in diese Höhe herauf will, ja, und davon da sieht sie eigentlich ganz gut, dann muss man sich auch ein bisschen mit dem Hirn darauf einstellen, was an die Leute fragen. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, die Alphabete so lange mit dem Hirn zu kitzeln, bis sie zumindest vom Lachen in einen Satz machen. Denn der Markus kann nicht aufhören zum Lachen hinten, aber gefällt dir das, wenn du die Leute amüsierst, wenn du mit deinem Schmäh irgendwie alle unterhältst? Ich habe mit dem Markus Spiegel natürlich einen alten Partner, der mich von der Stunde Null an kennt, einen ideologisch taffen Typen, einen politisch informierten und vom Zeitgeist her überhaupt vorn orientierten Typen. Und so einen redet man natürlich gerne an. Entschuldige natürlich nicht, über deine Schuld. Bleiben wir noch ganz kurz bei Wien. Die Ulla Weigersdorfer wird jetzt wahrscheinlich irgendwann mal als Miss World ihre Amtszeit niederlegen. Wirst dann du so der fliegende Wechsel, der Falco jetzt wieder die Wiener Fremdenverkehrswerbung übernehmen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, der Fremdenverkehrsverband wird heilfroh sein, dass deine Platte jetzt rauskommt. Entschuldige bitte, ich will jetzt nicht auf Showy machen, aber wer ist die Ulla Weigersdorfer? Unsere Miss World. Ach, das ist letztes Jahr passiert? Ja. Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Fremdenverkehrsverband, ja, ich weiß es nicht. Subventioniert bin ich noch nie geworden und ich war auch nie heiß drauf, weil so bin ich niemandem was schuldig. Und so möchte ich es auch weiterhalten, nur Wiener Blut ist nicht aus dem Argument heraus entstanden, da jetzt irgendjemanden in der Welt wieder einmal darauf aufmerksam zu machen, dass jenseits des Eisernen Vorhangs auch noch ein paar Leute leben. Ich meine, für die Amerikaner gibt es Wien sowieso nur in Form von Lipizzaner und Wienblatt mit dem Robert Senger, der ja ein Sportler ist. Und ich wollte ja wirklich nicht so koscher sein, aber der sagt es mir. Sagen Sie, Falco, wer sagt eigentlich nur immer, ja. Lass mich vielleicht ein bisschen zum Dürmitsch was kommen. Komm irgendwie da, ich habe den Dürmitsch jetzt ein paar Mal angesprochen, da ja, irgendwie ein bisschen um die Ecken so. Ja. Oder vielleicht im U4 dann. Im U4 ja, ist besser. Besser. Ist besser vom Thema. Ja, bleiben wir dann noch ein bisschen bei Wien, wenn wir schon über den Dächern sind. Wir waren gerade beim Stellenwert dieses Wiener Bluts in der Welt.
Woraus besteht denn jetzt dieses Wiener Blut? Im Video aus roter Milch? Auch welche Eigenschaften sind es denn, dieses Wiener Blut ausmachen? Wenn du, ich meine, ich kann jetzt natürlich wieder anfangen, mich zu erklären, aber ja, ich sage immer, am liebsten sind mir Steuererklärungen, weil die sind auf den Punkt und auf die Zahl genau erklärt. Ich kann das nicht wirklich so beschreiben. Das ist auch das, was vielleicht gerade die Medien und die Leute bei mir auffällig finden, dass eben da irgendwas ist an dem Typen. Das ist nicht so einfach zu beschreiben. Und er ist eigentlich niemandem wurscht. Die einen sagen, der Ungustel, der Geschissene, das sollen sie uns endlich einmal gern haben. Die anderen sagen, Herrst, der hat eigentlich einen guten abgefuckten Schmäh, reflektiert und alles da. Und genauso wenig kann ich beschreiben, was für ein Franz Hellersches, mysterisches, großes Wunder um diese Stadt ist. Ich kann es nicht erklären. Ja, gar nicht allgemeingültig, sondern ganz einfach, ganz persönlich für dich. Für mich? Ich lebe da und ich lebe gern da und ich kann mir nicht vorstellen, ich war überall schon, ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Vielleicht ist das in 20 Jahren anders, aber einstweilen nicht, weil diese Stadt hält mich auf Vordermann. Und ich muss auch sagen, was mir auffällt im deutschsprachigen Raum, die Schaltstellen, die Katalysatoren werden also immer mehr von Wienern besetzt. Nicht nur in der Journalistenbranche, sondern auch in der Werbebranche, also in vielen kreativen Sparten. Und das muss irgendeinen Grund haben, denke ich immer. Ne? Und es ist eigentlich schade, dass aus dieser Generation, die also Anfang der 80er Jahre angefangen hat, was zu werden, am musikalischen Sektor, eigentlich international nur überblieben bin. Das tut mir sehr leid, weil viel Konkurrenz würde wahrscheinlich noch mehr Druck machen und würde wahrscheinlich noch mehr bringen. Und du spürst doch nicht diese Konkurrenz? Ich weiß nicht wirklich. Nicht. Ich meine, ich habe sie alle sehr gern, aber ich mag die Musik eigentlich nicht, die sie so aus Wien heraus entwickelt hat. Ich muss sagen, es gibt ein paar Ausnahmen. Ne? Es gibt zum Beispiel die Roland Leibitz-Rammeln. Da muss ich sagen, das sind Wiener Lieder, so wie sie mir gefallen als Wiener Lieder. Ja? Und das ist modern, das ist gut produziert, das kommt eigentlich auf den Punkt. Gefällt mir sehr gut. Aber ja, Konkurrenz in dem Sinn, das ist was ganz was anderes. Mhm. Wir grenzen schon ein bisschen ein. Also die Musik dieser Stadt, das ist nicht, was dich anspricht. Sind es Menschen? Sind es konkrete Orte? Sind es die Wiener Spezialitäten, das Essen? Was ist dein Wien? Jetzt ganz konkret in deinem Alltag. Du stehst in der Früh auf. Was ist jetzt dein Wien? Also lass es mich auf einen Punkt zusammenbringen. Für mich ist ein Wiener Schnitzel immer noch das Synonym für Wohlstand. Und da kann ich Hamburgers und Steaks vorgesetzt kriegen und Scampi, gegrillte Schwänze oder was weiß ich immer. Das ist eigentlich nichts für mich. Ein Wiener Schnitzel ist ein Wiener Schnitzel. Und ich bin ein abgefuckter Ur-Wiener irgendwie. Mhm. Und ich meine, mein Freund, mit dessen Frisur ich herumlaufe, weil alle Leute sagen jetzt schon, sag einmal, wer ist denn der Typ neben dem Billo Filanowski? Das ist auch irgendwie der, das ist ein Erzwiener, ne? So, und ich kann das nicht erklären, was der Schmäh ist, aber auf jeden Fall ist er für mich der einzig Relevante. Mhm. Gut, danke. Lassen wir es für da gut sein und das alles andere machen wir einfach. Das ist vollkommen Unsinn. Thank you.
und läuft schon. Da irgendwo war deine erste Wohnung, so die Junggesellenbude, wo war denn das genau? Da oben war das ungefähr. Ja, Junggesellenbude, das war die Wohnung meiner Großmutter, die Wiener Wohnung meiner Großmutter, die war aus Bad Arzmannsdorf. Und gegenüber eigentlich, da in der Ziegelhofengassen, ist das elterliche Haus gestanden. Und als meine Großmutter gestorben ist, bin ich dann da einer mit. Mhm. 18 oder mit 17. Und du warst als junger Musiker, nehme ich an, für die Nachbarn ein eher dubioses Geschöpf oder Schreck der Gegend? Nein, also der Schreck der Gegend sicher nicht, aber wir waren, wenn du das hören willst, jeden Tag eingeraucht bis unter die Haarwurzeln. Nein, ich will es nicht hören, aber wenn es so war, kannst du es nicht hören. So war es. Ja, das war also das Junggesellenleben, das ist ja jetzt vorbei. Ne? Was war dir denn damals wichtig, was ist dir jetzt wichtig, wenn du so eben diese 7, 8, 9, 10 Jahre früher und jetzt vergleichst? Wie ist der Falco privat jetzt anders? Ich muss immer sagen, ich blicke da relativ leidenschaftslos zurück auf die Zeit, weil ich habe nichts gehabt und habe aber auch nichts gebraucht. Mhm. Also es ist mir überhaupt nicht schlecht gegangen mit dem wachsenden Erfolg, das heißt, sprich mit dem wachsenden Arrangement mit der Gesellschaft steigen die Ansprüche und ich glaube heute noch, dass es relativ leicht ist, anspruchslos zu leben. Nur darf man dazu nicht in der Stadt wohnen. Draußen geht es wesentlich leichter. Naja, aber der größte Unterschied jetzt zu deinem Leben hier alleine als Junggeselle ist nun der, du bist jetzt Ehemann, du bist Vater. Das macht ja viel aus im Leben eines Menschen, denke ich doch. Du kannst versichert sein, dass meine Frau und ich nicht mit der Bibel unterm Kopfpolster schlafen gingen. Und ich meine, Bürgerlichkeit hat für mich nicht unmittelbar zu tun mit Spießigkeit und mit Reaktionärsein. Also das ist ein dichtes Verhältnis, ein legitimiertes Verhältnis in unserer Gesellschaft und das hat seine guten Seiten. Es hat eigentlich nur gute Seiten. Wie hat dich jetzt deine Tochter wirklich verändert? Ich meine, sie hat jetzt so das Alter, wo man so Land auf Land ab sagt, das ist das Alter, mit dem auch Väter mit ihren Töchtern was anfangen können. Ja. Naja, ich muss sagen, Schande über mich, aber ich glaube, es geht anderen Vätern ähnlich so. Ich habe fast 2,5 Jahre gebraucht, um zu entdecken, was da eigentlich los ist. Und ich will mich nicht der Verantwortung entziehen, ich kann mich nicht und ich will es auch nicht. Und ich glaube, dass, wenn du das so anschaust, was heute schon in den Volksschulen passiert, welchem Druck die Kinder ausgesetzt sind, was für Konkurrenz da ist, wie dünn die Luft immer wird, dann kann ich nur sagen, wir, die wir zwischen 30 und 40 sind, jetzt können wir out sein, damit wir in 10 Jahren argumentativ noch einer Belastung standhalten. Mhm. Und das Wichtigste, weil wir da gerade im Grünen sind, was ich also da sehe, was wir jetzt ändern können, wo sie uns also, wo es keine 10 Jahre dauern wird, wo sie uns dann wirklich an einem Schädel hauen und sagen, was habt ihr getan, ihr habt die Stimme gehabt, du Vater hast sogar einen Beruf gehabt der Öffentlichkeit, du hättest was sagen können, man hat dir zugehört, das wichtigste Argument ist für mich der Umweltschutz. Mhm. Und das ist zugleich der einzige Punkt, wo ich also den Grünen voll inhaltlich recht gebe. Die Grünen hin, die Grünen her, für mich reicht es nicht, professionell anders zu sein. Aber im Punkt der Umweltschutz muss man sagen, ist einiges im Argen und wir haben einiges zu tun. Es war jetzt alles sehr rational und alles sehr vernünftig, was ja auch gut ist, aber ich nehme an, dass sich deine Tochter ja auch gefühlsmäßig wahnsinnig verändert hat. Man spielt sich auf dieser Ebene ab. Das ist sehr schwer so zu erklären. Es ist wirklich sehr schwer zu erklären. Ich sagte nur, wenn wir also in der Früh aufstehen und vielleicht meine Frau ein bisschen schlafen will und ich mache so wie heute, das war also heute beim Fernsehen was zu tun hatte, ne? Bin früh aufgestanden und ich mache so den Gaugau in der Früh und unterhalte mich mit ihr so ein bisschen in ihren Lettern, muss ich sagen, also da spielt sich eine Sprache ab und eine Gefühlsebene weit weg von jedem Beruf, weit weg von Freunden, Umwelt und so, die eine ganz eigene Welt irgendwie ist für sich. Und ich meine, man kann mich für so ausgeschlafen und kalkulierend und berechnend halten, wie man will. In diesem Punkt trifft sie mich also voll auf offene Wunden. Also wir haben gerade vorher beim Spiegeln, beim Kickrekord von der Wiener Unterwelt gesprochen und der Sprache, die dort gesprochen wird. Jetzt ist eine ganz andere Sprache wie mit Kindern. Du sprichst viele Sprachen. Ja, ich bin ja auch ein Sprachkünstler. Also irgendein Bezug zur Sprache habe ich schon. Ich meine, Deutsch ist, ich glaube an kein Vaterland, aber ich glaube an eine Muttersprache und die ist Deutsch und die werde ich so gut wie möglich weitergeben. Du glaubst an kein Vaterland, ist Österreich aber trotzdem deine Heimat? Ich glaube, dass das Vaterland ein pathetischer Vorwand ist. Und da sind sich ja alle Sprachschöpfer von Schopenhauer bis Weinheber
darüber einigt, dass es das Vaterland nur gibt, wenn es um Kriege geht. Ich glaube nicht an das Vaterland. Ich meine, was soll man denn eigentlich auch von einem Vaterland wie Österreich halten, wenn man sich anschaut, dass die Vorarlberger auf die Tiroler sehr böse sind, weil so ein hoher Berg dazwischen ist und dass der Wiener in ganz Österreich sowieso Ausländer ist. Ich meine, wir sind ein Kastelwerk irgendwie. Ich bin gern Österreicher, ich war immer stolz auf dieses Land, weil ich mir gedacht habe, schau, so ein kleines Land und so viele große Leute, Wissenschaftler, Künstler, Sportler, Politiker. Aber ich muss sagen, Vaterland war es für mich nie. Bist du trotzdem vielleicht Patriot? Ja, nämlich jetzt bei ganz kleinen Dingen, bei, weiß ich nicht, Skirennen oder Autorennen. Naja, ich glaube, dass der Lauda zuletzt für McLaren gefahren ist, dass der Berger jetzt für Ferrari fährt. Ich glaube, sobald es einmal so weit ist, dass österreichische Olympiasieger 1987 im Ausland ausgebuht werden, ja? Olympiasieger, Sportler, die also überhaupt nicht argumentativ irgendwie arbeiten müssen, weil ja ihre Argumente die Zeit und die Tore sind, ne? Dann ist es schon einmal an der Zeit, da zu sagen, ja, hören Sie zu, ich bin Österreicher, zahle da meine Steuern und ich beschäftige mich mit dem, was da passiert und ich sage das auch im Ausland. Wie ist es dir in Bezug auf diese Dinge gegangen? Da kann ich da einige Dinge erzählen. 86 waren durch die Wahlen, wo also diese ganze Causa Waldheim losgegangen ist. Und da war also noch bei weitem nicht so viel Wind, wie es im 87er Jahr dann war. Ja? Aber da war ich zum Beispiel auf KISS FM, das ist, muss der Vorstand, der größte Live-Radiosender von New York, einer der zwei größten. Die haben also in der Früh Morgenradio und das entspricht so ungefähr einer Zuhörerquote von ein paar Millionen Leuten, die halt in der Früh in die Hocken fahren. Und da kommst du so rein als Falco, nicht? Und du kommst aus Wien und pipapu und dann wird er 20 Minuten lang Schmäh geführt und zu Ende der 20 Minuten sagt er so, wir wollen jetzt ein bisschen zu einem Ende kommen, also sag einmal, du kommst doch aus Wien, Österreich, sind dort nur mehr lauter Nazis, baff, aus der Hüfte. Schau, was, um mich da nicht in der Früh erklären zu müssen in äußerster Form, habe ich dann meistens irgendein Blödsinn gesagt, wie da, in den Rockcharts habe ich den Namen Waldheim noch nie entdeckt und das ist eigentlich mein Gebiet dort. Lustig war es auf jeden Fall nicht. Und ich meine, es war sicherlich auch ein Kalkül, 87 nichts zu machen, auch aus dem Grund heraus, um da nicht ununterbrochen sich zur Causa Waldheim erklären zu müssen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass er jedes Volk den Präsidenten kriegt, den es verdient, und so ist es leider. Ist es dir eigentlich bei manchen Dingen unangenehm, dass du als Künstler noch dazu mit deiner Popularität einfach zu allen Dingen eine Meinung haben musst oder man es von dir verlangt oder halt dich zu allen Dingen fragt? Gibt es einfach Dinge, über die du eigentlich überhaupt nicht reden willst und trotzdem dauernd gefragt wirst? Naja, wir können da einiges von den Sportlern lernen, glaube ich. Weil die Sportler, die haben ihre Zeit und die haben, wie gesagt, ihre Tore oder ihre Höhe und müssen nicht unbedingt argumentieren. Man könnte fast sagen, es gehört zum Beruf des Spitzensportlers, eine gewisse Unsensibilität zu haben. Und da kann man sich schon ein bisschen was auch in das Showgeschäft rüber mitnehmen, weil ja, Katze, komm her. Sag ein bisschen du was zum Motorsport in Österreich. Da kann man sich schon. Kastanie. Da kann man sich schon ein bisschen was mit rübernehmen. Man muss nicht unbedingt zu allem seinen Senf geben. Es besteht halt im deutschen Landen dieses absolute Resolutionsbedürfnis. Sobald es aber bei Unterhaltungsleuten zur Hebung des Schallplattenumsatzes dienen soll, wird es für mich uninteressant. Man wird als wacher Mensch, als Bürger, man wird als 30-, 32-Jähriger, ich meine, das Kasperltheater ist vorbei unter dem Motto, schau, der Hansi ist in die Konditorei gegangen und hat sich zwei Bonbons gekauft, ja. Das ist vorbei. Ja. Wir sind wahlpflichtig. Wird man natürlich, so wie jeder andere Bürger mit 32 Jahren, auch darauf angesprochen, was man zu den Dingen zu sagen hat in diesem Land. Und ich habe einiges zu sagen. Mhm. Und ich halte auch nicht hinterm Berg damit. Mhm. Also jetzt kehren wir von der großen Politik wieder schnell zum Privatleben zurück. Mhm. Oh, das tut weh, Schatz. Wo hast du die gefunden? Ja. Am Baum? Bist du auf den Baum draufgestiegen? Wirklich? Und bist du der schwarzen Katze auch nachgestiegen? Ja. Pass auf mit der schwarzen Katze. Hast du eigentlich schon so ein bisschen Angst um deine Tochter? Also gerade mit den Vätern, mit den Töchtern, ich meine, die werden ja älter. Also wir haben uns beim Bau unserer Wohnung jetzt und beim Bau des Hauses schon darauf eingestellt, dass sie gleich vorneweg ein eigenes Badezimmer kriegt, damit ich den Freund nicht sehen muss jeden Tag. Wenn wir die pickligen Haverer da antanzen, wäre es sicher narrisch. Aber das hat nur ein bisschen Zeit. Ja. Gell?
Du hast vorher gesagt, irgendwann in 10, 12 Jahren wird die Katharina, die jetzt schon die großen Augen hat, wahrscheinlich dich fragen, was habt ihr damals für Scheiß gebaut? Wieso habt ihr es nicht anders gemacht? Was sagst du ihr denn dann? Ich glaube, dass sie sogar so kritisch und informiert sein werden, dass sie wissen, dass wir nicht den Scheiß gebaut haben, sondern dass wir diejenigen waren an dem Wendepunkt der Geschichte, die den Scheiß korrigieren hätten müssen. Mhm. Und was sage ich ihr dann? Ich meine, ich, wie du das siehst in der Ziegelhofengassen, ich habe, um ein bisschen mit Erde spielen zu können, den Dreck und den Sand zwischen die Steine rausgekratzt. Mhm. Und wir haben uns eigentlich aus dem Grund nur entschlossen, ein Haus zu kaufen und Land draußen im Waldviertel mit viel Grund, mit unberührtester Natur, um das unserem Kind bieten zu können. Mhm. Was tue ich überhaupt? Ich versuche, wenn ich schon Zigaretten rauche, nicht auszuatmen. Ich glaube, sie wird ihn mit der Kastanie füttern. Ja, ich glaube auch. Schatz, gehen wir was anderes essen? Mhm. Oder trinken? Ja. Was stellst du denn vor ungefähr? Ein Eis? Hücke Katze. Bleiben wir noch kurz beim Junggesellenleben, das ja jetzt vorbei ist. Ich meine, viele haben sich gefragt oder gesagt, jetzt hat die Isabella ihn doch bekommen. War die Katharina mit ein Grund, dass ihr letztendlich geheiratet habt? Naja, nona nicht. Ich meine, das Kind ist 1986 geboren. Und ist ein Beweis dafür, dass zwischen mir und Isabella etwas Starkes da ist. Und ich meine, die Heirat war unter den wenigen guten Freunden, die uns kennen, eigentlich nur eine Frage der Zeit. Mhm. Es war sicherlich keine Trotzreaktion auf das, was vorher in der Öffentlichkeit gewaschen wurde über uns. Ganz sicher nicht, das war auch der Blödsinn. Ja. Aber es ist jetzt so, dass das Verhältnis dicht ist und wir lassen hin und wieder X-Large ein bisschen reinschauen, aber sonst eigentlich niemanden. Wie schwierig ist es, mit dir verheiratet zu sein? Wie schwierig ist es, deine Frau oder deine Tochter zu sein? Naja, also meine Tochter kennt das selber fragen. Die wird sagen, na, bitte. Es ist ja interessant, wie sie die unwichtigen Dinge an mir subtrahiert. Mhm. Und sie sagt zu meiner Musik nur, oh, das ist das, was überbleibt. Und das ist auch wirklich das, was überbleibt. Wie schwierig es ist, mit mir verheiratet zu sein, muss meine Frau fragen. Ich glaube, sie wird ablächeln. Und wie ist es von der... Wir waren kurz, wie schwierig es ist, mit dir verheiratet zu sein oder mit dir letztendlich privat einfach was zu tun. Wie ist es jetzt von deiner Seite? Wie schaut das da aus? Wie lässt sich dein Beruf als Musiker, als Künstler, der ja immer mit einer gehörigen Portion Wahnsinn verbunden ist, mit den letztendlich doch bürgerlichen Strukturen, ohne das jetzt werten zu wollen, ja, in einer Familie? Wie lässt sich das vereinbaren für dich? Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit und eine Frage der Professionalität und auch eine Frage, welch großen Stellenwert man seinem Beruf und seinem Leben gibt. Mhm. Es ist zwar so, dass der... Es ist zwar so, dass der Künstler atmet das, was er erlebt und das wiedergibt, was ihm eben widerfährt. Nur wie das aufbereitet wird, bleibt nach wie vor sein Trick. Mhm. Und ich glaube, dass also der Rückzug auf die kleinste mögliche gesellschaftliche Einheit ein Weg nach vorne ist, auf jeden Fall. Mhm. Und rein technisch lässt sich's vereinbaren. Ich meine, du bist viele Zeit nicht da im Ausland, naja, und wieder dann auf Tour. Das stimmt überhaupt nicht, weil sie fahren immer mit. Ach so. Also wir fahren jetzt dann, wir beginnen am 25. September die Tournee. Mhm. Wir proben vorher 5 Tage in Klagenfurt, da sind sie mit. Wir haben ein großes Wohnmobil gemietet, in dem wir nicht leben werden, aber wo wir von Hotel zu Hotel dann fahren. Das ist sicher für sie eine Mordsgabe. Und ich glaube auch, dass man den Kindern nichts vorenthalten sollte. Also ich wollte immer Straßenbahnchauffeur werden, weil ich davor nie zugehabt dürfen. Wenn ich dürfen hätte, hätte ich mir das schon längst überlegt. Und ich glaube, desto schneller man, desto freizügiger man irgendwie mit den Dingen im Umgang ist, desto schneller lernen die Kinder zu sortieren, was brauchen und was nicht brauchen. Ist der Katharina eigentlich der Beruf und der Stellenwert ihres Vaters in irgendeiner Form bewusst? Ich meine, auf irgendeiner Ebene kriegt sie doch sicher das große Interesse an dir mit. Ich glaube nicht, dass sie bewusst ist. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass... Möchtest du dich da draufhängen? Ja. Ne, aber du schaust aber lieber aus. Okay. Ich glaube vielmehr, dass es ein Hetz ist für sie, wenn da fotografiert wird und vor allem die Tour und das Live-Spielen mit den Lichtern und mit den Ton und so, das ist schon ganz geil. Was willst du denn da? Was willst du da, Schatz? Ja, also was jetzt? Und jetzt? Na, das ist nix. Das ist nix. Danke. So, sind wir da? Das ist natürlich eine Routine-Sache. Bauer, es geht. Ja.
Also ich glaube, du bist ja mittlerweile auch schon geübt, oder? Bist du schon viel? Selbst nicht. Naja. Ich habe den Hans vorher gefragt, wie schwierig es ist, mit ihm verheiratet zu sein. Er hat gemeint, ich soll dich fragen. Wie schwierig ist es? Weißt du, musst du wirklich sagen, seitdem wir jetzt verheiratet sind, finde ich eigentlich keinen Unterschied gegen früher. Aber es ist mittlerweile, wie alles im Leben, braucht es eine gewisse Zeit und auch dieses. Aber es hat sich schon sehr, sehr ins Positive gewendet. Ihr habt euch ja, sagen wir mal, lange Zeit zusammengerauft, jetzt abgesehen von allen Geschichten, die es da rund um eure Beziehung gegeben hat, die es einfach immer gibt, wenn man populär ist. Was im wahrsten Sinne des Wortes ein Zusammenraufen? Ja, kann man schon sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ein angenehmes Zusammenraufen, weil man sieht eben die positiven Sachen, die im Nachhinein natürlich erst rauskommen. Und wie gesagt, sie sind positiv und es war um nichts zu viel und nichts zu wenig. Das, was wir gekauft haben. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute sagen, es ist natürlich toll. Katharina, du kommst immer wenn wir drehen, kommst du ins Bild. Gell? Du weißt schon, wie es geht. Voll dabei. Die sagen, es ist natürlich toll, mit dem Falco verheiratet zu sein. Das ist überhaupt der Wahnsinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja nicht immer leicht ist mit so einer populären Person, die auch künstlerisch was los hat. Da gibt es ja auch irrsinnig viele Reibungspunkte. Mensch, mein, wie gesagt, das braucht alles im Leben zur Zeit. Das war für mich was Neues. Ja, Schatz, gell, ich warte, bis ich Mama mit dir noch reden. Es war, wie gesagt, für mich auch was ganz was Neues, ein ganz neuer Lebensabschnitt eigentlich in meinem Leben. Und ich bin sicherlich noch nicht ausgegangen mit ihm sozusagen. Und es kommt auch kein Tag aus was Neues auf uns zu. Aber wir meistern es jetzt Gott sei Dank schon gemeinsam. Und im Vorhinein? Es hat halt auch gebraucht, dass wir mal jetzt den Weg gefunden haben, es gemeinsam zu gehen, weil es gemeinsam einfach besser ist und weil es einfach uns beiden hilft, gemeinsam beides durchzumachen. Und das hat geholfen bis jetzt. Und wir sind hoffentlich am besten Weg dazu. Schatz, ich bin schnell. Ja, Schwammer, toll. Man sagt, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine wahnsinnig starke Frau. Bist du so stark? Meine Bitte, das kann ich selber, will ich das gar nicht beantworten, ob ich stark bin, aber ich hoffe es zumindest. Ich gebe sicherlich meine ganze Stärke oder jedenfalls sehr viel von mir selbst. Stecke ich in ihn, weil ich ganz genau weiß, das kommt uns allen drei zugute. Und hast du da manchmal das für dich so in einer stillen Minute das Gefühl, dass du für dich jetzt all along was versäumst auch? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du, ich meine, du bist jetzt in deiner Rolle als Ehefrau, in deiner Rolle als Mutter natürlich voll eingespannt. Aber irgendwann kann ich mir vorstellen, dass jetzt der Zeitpunkt kommt, wo du sagst, ich jetzt, also Isabella möchte für mich jetzt was tun. Ist der Zeitpunkt noch nicht da gewesen? Ich weiß nicht, ob er schon da war und ob ich schon übergangen bin. Aber bewusst? Nein, ganz sicher nicht. Also ich habe so viele Aufgaben jetzt mit ihm, gemeinsam, mit meinem Kind, dass mir das gar nicht abgeht. Und wenn er wirklich kommen sollte, was ich aber nicht glaube, nein, könnte mir es nicht vorstellen. Nein. So in den Leuten, die sich mit dem Falco jetzt wieder ganz zwangsläufig durch die neue Bibel beschäftigen, da wundert man sich ja fast ein bisschen, dass du jetzt so stark ihn fast in der Hand hast und ihm auch Halt gibst. Weil alles, was man mit ihm bespricht, wird mit Isabella besprochen. Und das ist ja auch gut so. Was war denn da der Auslöser, der Kick dafür, dass du jetzt ein bisschen fast das, weiß ich nicht, auch das Image und das Management übernommen hast? Die Gemeinsamkeit, wie gesagt, die Zeit, die wir wirklich uns zusammengerauft haben, wo wir eigentlich beide nicht wussten, wo es lang geht. Das Kind war dann plötzlich da. Es war das erste Jahr, weil überhaupt die Tournee, die lange, es war eigentlich keine Zeit für uns so richtig, dass wir uns kennengelernt hätten, wie es normalerweise dazugehört am Anfang. Also es war alles andere an erster Stelle und viel wichtiger war es ja auch. Und das vorige Jahr war schon sehr gut, meines Erachtens, wo er eben die Pause gehabt hat. Und bis heuer, da haben wir schon einiges geändert und an einigen geschliffen. Aber wir wissen eben, dass wir gemeinsam gehen und dass ich in gewissen Sachen zur Seite stehen kann, wie er es früher auch nicht gedacht hat wahrscheinlich, dass das eine Frau überhaupt kann. Aber es geht, wie man sieht. Ich hoffe, ich glaube aber schon. Manchmal wissen. Läuft und geht. Im Mann steckt doch schon so ein bisschen ein kleiner Chauvinist auch manchmal. Hat es eigentlich lange gedauert, bis er dich als Frau einfach akzeptiert hat?
Das ist eine gute Frage. Lang gedauert. Eigentlich schon, ja. Klar. Wie eigentlich bei jedem Mann, der eigentlich sein 30 Jahre seines Lebens allein gegangen ist, im Großen und Ganzen. Und natürlich plötzlich jetzt eine Frau knallt in sein Leben. Dann plötzlich ein Kind dazu. Natürlich hat es seine Zeit gebraucht. Sehr lang, sogar 3 Jahre, kann man sagen. Aber es schaut jetzt ganz anders aus und es schaut gut aus. Viele sagen, Isabella hat ihn jetzt doch noch eingefangen. Warst du die treibende Kraft für den Trauschein? Die treibende Kraft? Nein, eigentlich nicht. Wir wollten es beide. Wir haben jetzt eigentlich lange genug hin und her und Zeitschriften da. Wir sind, wie ihr alle wisst, zur Zeit lang auch nur über Zeitschriften verkehrt. Also es war nicht gut. Wir haben uns wirklich bis ins Hemd schauen lassen. Und da haben wir gesagt, jetzt ist endlich genug. Klappe fällt, Klappe runter. Es ist unser Leben, unser Familienleben. Und da lassen wir eigentlich jetzt niemand mehr so reinschauen, wie es eben früher war. Hast du manchmal eigentlich das Gefühl, dass euch diese wahnsinnige Popularität, die er hat, die du, dadurch jetzt du auch mit hast, irgendwie eurer Beziehung im Weg steht? Also gibt es so Situationen, wo du denkst, eigentlich war man lieber, wenn er irgendwie der unbekannte Hansi Hölzel war und wir irgendwie unser Leben leben könnten? Das kommt hin und wieder, das gibt so Situationen. Aber ja, da denkt man sich schon, Mensch, mein Kind jetzt nicht um 8 Uhr aus dem Haus gehen, um 6 Uhr heimkommen, sein Essen und am Wochenende hätten wir frei und könnten wir das und jenes machen. Die sind hin und wieder da, ja. Aber im Großen und Ganzen könnte es mir nicht anders vorstellen. Nein, wir leben gut, wir leben sehr gut. Und sein Beruf ist uns eigentlich noch nie so dazwischen gestanden. Es ist eigentlich nur am Anfang ein Zeitmangel gewesen, mit dem ich eigentlich habe zu kämpfen gehabt, der jetzt auch schon Gott sei Dank einigermaßen beseitigt ist. Die Zeit war am Anfang schon, dadurch sehr wenig war für uns. Aber das ist, wir kommen jetzt recht gut zurecht damit. Wie gefällt dir eigentlich seine Musik? Ich meine, du bist ja Frau, du musst jetzt wahrscheinlich sagen, gut, aber kannst du das überhaupt abstrahieren, dass das jetzt dein Mann ist, der da singt, oder gefällt es dir wirklich gut? Nicht alles, aber einiges schon, ja. Es ist nur immer dann irrsinnig komisch, weil vom Studio dann das Ganze auf Platte oder im Radio zu hören, dann denke ich mir oft, hin und wieder passiert es mir, denke ich mir, das ist recht gut, das gefällt mir. Das ist eigentlich dein Mann, ne? Gut hast du es erwischt. Oh ja, gefällt mir schon. Ja. Redet sie eigentlich über seine Arbeit? Also bist du da auch eine Bezugsperson, die da irgendwie mit dazugehört zu seiner Arbeit? Mittlerweile schon, ja. Ich bin eigentlich so oft es geht dabei in den Studios bei Aufnahmen. Das macht mir recht viel Spaß. Und wenn es irgendwas gibt, fragt er mich auch, weil ich glaube zumindest, dass ich ein bisschen eine objektive Meinung habe als doch Außenstehender, weil ich ja eigentlich nicht viel Beziehung zur Musik früher und auch nicht jetzt gehabt habe. Aber so vom ersten Eindruck her, vom Gehör, Gesang meines Mannes, ein bisschen mitgekriegt habe, ja. Möchtest du eigentlich für dich einmal einen Beruf haben? Du, ich habe zurzeit eigentlich genug, bin ausgelastet, positiv ausgelastet, nicht überlastet, aber wir sind sehr viel unterwegs, mit Kind natürlich, so oft es geht, und eigentlich geht man nichts ab. Vielleicht kommt es einmal, aber dann wird sie auch eine Lösung finden, sicher. Aber das ist noch sicherlich kein Problem in der Hinsicht, dass man das lösen müsste. Hast du eigentlich Angst, dass das irgendwie irgendwann doch wieder kippen könnte, dass dieser Halt, den du ihm jetzt gibst, vielleicht, dass er dann irgendwann doch wieder ausbricht und sagt, na, das ist eigentlich doch alles nicht, ich bin irgendwie Musiker und Wahnsinniger vom Beruf und das lässt sich einfach nicht vereinbaren mit Familie und letztendlich bürgerlichem Leben? Nein, überhaupt nicht. Also zurzeit ganz sicher nicht, da bin ich fest überzeugt und das weiß ich, dass es Gott sei Dank dreimal Holz geklopft, dass es eigentlich sehr okay ist, das Ganze. Gut, Dankeschön. Danke. Na, Baden mit Frau, wie ein Wunderbuch hast, deine Mama. Kommt es, gell? Hast du das auch schon? Machst du auch noch ein Interview, Katharina? Du sagst ja, nein, Papa, Mama. Na ja, dann los. Jetzt kommen wir langsam zur Basis. Danke dir. Bitte. Tut so, als ob es das nicht. Es ist ja heute auch schon wieder der Punkt, ich weiß nicht, die Punkte hat sich schon wieder aufgenommen. Wir machen ja überhaupt keine Familiengeschichten. Überhaupt. Was ist jetzt irgendwo passiert? Wir stehen einmal her. Ja, so. Oder willst du was anmachen? Ja, eben. Das, was ich meine, ist, der hat ja schon einen gewissen Unikatswert. Das macht man nicht.
Nein, und das ist auch früh ausgekommen. Also, ja, das ist auch schade, wenn wir es wegschmeißen. Das war der Staubsauger. Das ist das Schlechtigste. Die Mutti ruft, schau. Mama ruft, geh. Schwind, Mama ruft, schwind. Schwind. Sie haben Donau? Kommst du jetzt dann mal mit der Dann jetzt 10 Dosen. Ich weiß nicht. Der Papa sieht schon. Der Papa trinkt einen Saft. Dann ist der Mama ihren Kopf sitzt eine Sum-Sum, aber so eine große. Nein. Du hast sie nicht am Schmäh halten, gell? Nix. Markus, da zählt du einen Witz. Da zählt was über deine letzten Abrechnungen. Oh. Ja, das ist genug. Das Leben ist hart genug. Aber wie wär's zum Beispiel mit einem. Wo war denn das? Steirischen. Wo ist das? Steirischen. Da, Lammspieß. Koscheres, ein koscheres Lamm. Wachauer Schatz. Kindermarin. Also, das ist ein Problem, wirklich. Na, was auf jeden Fall was Koscheres. Was Koscheres muss man sagen. Vielleicht eine Knoblauchsuppe. Ja, genau, das ist richtig. Aber ich bin ein Zahne. Was Leichtes. Ja, das ist was Grünes, leicht. Was Grünes. Das ist ganz leicht. Bisschen Papier rein. Ja. Komm, gib mir deine Flasche. Was bist du? Das Trinken hat sie von mir. Danke. Ups. Was essen wir denn, Schatz? Suppe. Eine Suppe. Das schaut. Was Leichtes, John? Was Koscheres mit Markus? Oder was Steirisches mit der Mama? Ist mal Wiener Schnitzel. Das ist das Gescheiteste. Synonym des Wohlstands. Mit oder ohne? Gosche. Also, was willst du? Aus. Was aus? Danke. Hast du da einen Tongussel drauf? Habe ich drauf, ja. Aber einen schlechten, ne? Schlecht, ja. Du umgraben? Ja. Das alles in den Müll füllen? Also, wie wohl ich mache, das ist immer für mich. Das ist immer so. Schau, das ist besser wieder.
Nein, das ist im Garten. Ne? Jetzt mal kurz weg. Papa. Streichen. Lassen Sie sich nicht stören. Nein, ich habe uns schon, aber Sie haben einen Wecker. Ich habe einen Wecker, also 5:05. Danke vielmals. Kennen Sie den Falco eigentlich? Ja, freilich, aus kleinen Burgen schon. Wirklich? Ja, freilich. Der hat da schon wieder gespielt. Ja, und war er recht rüber? Er war lieb, freundlich und immer gelächelt. Ja? Wie er jetzt ist, weiß ich nicht, weil jetzt habe ich ihn ja schon Jahre nicht gesehen. Haben Sie seine Musik gehört jetzt so in der letzten Zeit? Nein, jetzt schon länger nicht. Ne? Weil wissen Sie, ich tue nicht viel Radio hören. Weil ich tue mehr Fernsehen und oder da ist er lesen. Ja, auch oft im Fernsehen. Und im Fernsehen sehe ich nur Hauptfilme, aber sonst nichts. Ach so. Ja, weil so also Nebensachen kann ich nicht haben. Weil sonst kann ich auf die Nacht einen Film nicht mehr sehen, weil die Augen zu schlecht sind. Verstehe. Und da muss man eindenken. Gell? Ja. Und freut sich dann das, was er macht? Ja, oh ja. Jeder Mensch hat was anderes, nicht? Aber es gefällt ihnen ja von anderen auch nicht alles. Ist klar. Und sie kennen ja auch nicht an jeden Fall und ich auch nicht. Der hat auch nur die und der andere die. Nicht? Aber ich mag ihn sehr gerne, ich bin schon als Kind gern gehabt. Ja? Ja, ich bin immer Kinder gern gehabt. Die ganzen Frauen würden ihnen sehr sagen, dass die Hauskinder alle bei mir waren. Ja? Ja, aber wenn ich von der Arbeit gekommen bin und einen Besuch gehabt, hat meine Mama immer gesagt, pass auf, jetzt ruf raus, weil die kommt erst rein, wenn das letzte Kind fort ist. Und war er schlimmer als Kind? Er war ein Bub, aber frech oder sowas, der das sagen, war er nie. Nicht. Eigentlich nicht, nein. Glaube ich nicht. Und dann hat er ja eine Großmutter gehabt, die war ja überhaupt eigentlich. Das war ja. Ja? Oh, das kann man nicht alle Tage auf die Welt. Ja. Nein, sichere Großmutter wie er gehabt hat, und dann bitte schön, ich kann nicht mitreden. Ich habe keine Eltern gehabt und keine Großeltern. Mhm. Meine Mutter ist gestorben, war ich 15, davon war es 14 Jahre zentral gelingt. Mhm. Der Vater ist gestorben, war ich 2 Jahre und 3 Tage. Mhm. Und Großeltern habe ich überhaupt nicht gekannt, die waren alle schon tot, bis ich herangewachsen bin. Mhm. Wenn's da bin ich da im Weg. Überhaupt nicht. Dankeschön. Dankeschön. Weil wir nicht sterben, nein, weil wir nicht.
Kennen Sie mich überhaupt nicht? Sicher. Ich kenne Sie nicht. Da brauche ich bestimmt nicht fragen. Aber die Kleine ist süß. Das ist ja keine was. Das tun wir sicher nicht. Dann kann ich schon wieder gehen. Das ist wieder nichts. Wir haben geglaubt, es ist was ist nichts. Aber während wir essen, können wir sie noch zum Spülen schicken. Da wird uns die eisen wollen. Da wird sie auch einen Hunger haben. Nicht nur ihr. Auch ihr essen und die Kleine nicht. Wiederschauen. Sind die besten Hosen. Ja. Allerbesten. Wir laufen. Was du vielleicht nicht weißt, aber wir schon, wir feiern heute ein Jubiläum, wir miteinander. Heute auf den Tag, genau vor 7 Jahren, haben wir das erste Mal Falco gedreht. Das war Dead Scene am Flakturm und im O4, damals an der Kamera, der Gustl genauso, Regie genauso, der Peter. Für mich war es der erste Dreh überhaupt. Da weine ich ja gleich. Genau, das wollte ich dich fragen. Wirst du melancholisch oder sentimental, wenn du so an deine Anfangszeit denkst? Ja, nein, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass das schon länger her ist. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie gab es halt... X-Large noch nicht, es gab halt okay in den Anfängen und es war halt dann ein bisschen mühsamer noch. Es hat sich also eigentlich so vom elektronischen Geschäft her meines Erachtens schon entwickelt. Mhm. Ja. Und wenn ich an die ersten Drehs denke, dann denke ich irgendwie wehmütig ein bisschen daran zurück, höchstens wie naiv ich damals noch war und wie abgefuckt, dass ich jetzt bin. Und wenn du jetzt an deine Anfangszeit als Musiker zurückdenkst? Ja. Wirst du da so ein bisschen auch traurig? Naja, schau, ich hab Ende der 70er Jahre die Entscheidung gehabt, entweder in Wien zu bleiben und meiner Kunst nachzugehen oder den wirklich sauren Apfel für uns, damals ideologisch auf jeden Fall den sauren Apfel, zur Hand zu nehmen, einzubeißen und auf Kommerz zu fahren. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich hier in Wien bleibe, in dieser Szene, damals, Ende der 70er Jahre, die also... standfest vertreten wollte, dass Patchouli besser riecht als Cartier und Karl Lagerfeld und das auch heute noch tut, dann wäre ich höchstwahrscheinlich tief versandelt, das glaube ich. Mit allen Optionen, die man zum Sandeln dazu braucht. Ich glaube nicht, dass ich eine Möglichkeit ohne den Kommerz gefunden hätte, aus mir irgendwie hervorzutreten, um eine auch irgendwie interessante Person darzustellen. Mhm. Ja, das O4, das war so auch der Beginn deiner Karriere, das war der Ausgangspunkt oder überhaupt der Ausgangspunkt auch für eine beginnende Wiener Szene. Damals so ein bisschen Underground-Feeling dabei gewesen, du hast bei Tradivabal, bei der Hallucination Company gespielt. Hat dich dieses Underground-Feeling sehr geprägt oder fehlt es dir heute? Zum O4 sei gesagt, als wir zum ersten Mal da runtergekommen sind, waren wir schon ein bisschen was. Also das war nicht so, dass das die Keimzelle der Entstehung war. Es waren vor allem vorher 2,5 Jahre Hallucination Company, Hansi Lang, Adam Wickel, Michi Jürs. Und die waren höchstwahrscheinlich schon sehr wichtig, weil damals ist ja schmähmäßig in Wien überhaupt nichts gelaufen. Ne? Da gab es also nur die Karriere des ORF-Musikers, sprich Big Band oder sonst was, oder der Weg nach außen. Ich war kurz vorher in Berlin, es war Jazzrock sehr angesagt, ich habe also auch Jazzrock gespielt oder zumindest das probiert. Ne? Und insofern war diese Szenerie für mich so wichtig, wie es halt für jemanden ist, der nicht genau weiß, wo er hin will, aber ziemlich genau schon weiß, was er nicht will. Mhm. Bist du so eines der wenigen Relikte dieser Zeit? Nein. Bist du eines der wenigen Relikte aus dieser Zeit? Schwitz. Naja, Relikte, ich weiß es nicht. Ich bin halt einer der wenigen, die irgendwie, ich weiß nicht, ob gut oder nicht gut oder was weiß ich, die irgendwie überblieben sind. Ne? Leider. Was ist mit dem Rest? Naja, der Rest hat das gemacht, was ich detto wahrscheinlich genauso gemacht hätte, wenn ich in Wien geblieben war. Mhm. Nur bitte... Ich bin dem Totengräber nicht erst einmal von der Schaufel gekupft, nur das Gift
habe ich ausgelassen. Mhm. Weil da, ich habe genau gewusst, dass das ist was, was der also so schnell nicht mehr hergibt, wo es also schon andere erwischt hat. Und es ist leider Gottes eben in der Geschichte eine unendlich lange Liste von sehr prominenten, wesentlich prominenteren, größeren Künstlern gibt, denen es damit genauso gegangen ist. Mhm. Und ich habe genau gewusst, pass auf, ich kann mir nicht vorwerfen, dass sie irgendwas auslassen hätte. Ja? Aber das habe ich auslassen. Und mein Gott, vielleicht war auch wirklich diese Entscheidung, die ich jetzt so unpopulär darstellen möchte, die Entscheidung zu sagen, okay, ich brauche ein gewisses positives Weltbild, um da auch nur irgendwie durchzukommen. Und mir ist irgendwie Saalbach beim Arsch lieber, als mein Leben lang im U4 zu spielen, mhm. weil da weiß ich genau, wo es hingeht. Und ich habe bei Saalbach zumindest die Möglichkeit, dass ich noch ein paar Mann wie im schlimmsten Fall. Ne? Und da bin ich ja dann auch über 7 Jahre Uhr. Ne? Ja. Und halt auf der anderen Seite der Bar. Und ich bereue es nicht. Es war aber eine wirklich harte Zeit, weil wir haben uns versteckt am Weg nach Tirol oder in die Schweiz oder so. Mhm. Wir sind also größte Umwege gefahren und nichts war peinlicher, als wenn ein Kollege aus der Wiener Musikerschaft einmal dort aufgekreuzt ist und so unten gesessen ist. Nur, das war dann schon wieder so arg, dass wir uns eigentlich gesagt haben, pass auf, ihr seid doch Wichser, was ist denn los da überhaupt? Ja? Wir verdienen einen 30er da im Monat und den benutzen wir dazu, möglicherweise dazu, um etwas zu tun, was uns weiterbringt. Und bei mir hat es sich irgendwie so gefügt, dass ich in der Lage war, diese zwei Dinge auf einen Punkt zu bringen. Mhm. Und das war es dann halt. Und das ging selbst ins Hauptabendprogramm. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zu dieser Wiener Musikkollegenschaft? Also zur Wiener Musikkollegenschaft bestens, weil meine Kollegen spielen alle mit mir in der Band. Und es ist halt ein Unterschied, sagen wir mal, der Instrumentalkünstler, von denen es in Wien eine herausragende Zahl gibt. Da kann man gar nichts sagen, genauso viel und genauso wenig wie in jeder anderen Stadt der Welt. Ich würde sagen, mehr fast. Mhm. Es ist halt zwischen Hansi Lang, Hansi Dulmitsch, mir ein Unterschied als ein Gitarristen oder ein Bassisten oder ein ausgezeichneten Arrangeur oder Produzenten oder Keyboarder oder wie immer. Ich meine, mit denen bin ich ausgezeichnet. Ich kenne das Wort Neid überhaupt nicht. Mhm. Ich gebe mich mit diesen Dingen überhaupt nicht mehr ab, weil das würde nur... Du stehst doch auf der anderen Seite. Das würde dann nur bekennen, dass ich es irgendwie zur Kenntnis nehme und ich nehme es nicht zur Kenntnis, das gibt es nicht. Weil wir sind nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, alle miteinander, wir sind über 30 Jahre und da muss man irgendwann einmal anfangen zu sagen, ja bitte, wir wissen, wovon wir reden und wir wissen es ja. Ne? So unter dem Schmännischer, dann war er da wieder arg, das spielen sie nicht mehr. Ja. Bei uns gibt es Probezeiten und dann wird gespielt und dann wird kassiert und dann... So ist es. Bist du etwa gar erwachsen geworden? Oh, Schwitz. Na, du hast so lange mit meiner Frau geredet, hast sie gefragt. Da weiß ich ja alles. Also ich glaube, sie hätte das sicher gesagt. Nein, er wird ein ewiges Kind bleiben. Und du? Ja, hoffentlich. Ja. Wirklich. Also ich habe zur Evolutionstheorie meine ganz eigene Ansicht. Ich glaube, dass man so lange versucht, erwachsen zu werden, bis man sieht, wie geschissen das dann eigentlich geht, wenn man es ist. Und ab dem Zeitpunkt entwickelt man sich wieder zurück in das Alter seiner Kinder, die man dann hat meistens. So ist es scheinbar. Ich meine, erwachsen im Sinn von vernünftig. Du redest so viel Vernünftiges. Na, was heißt vernünftig? Ich meine, 1 und 1 ist 2. Ja. Und wir kennen uns so lang, wie es irgendwie geht, einbütten, dass das 2,5 ist. Ja. Oder 3 oder sonst was. Irgendwann werden wir draufkommen, dass es nicht so ist. Ja. Und ich bin draufgekommen. Hast du addieren gelernt in den Jahren? Ja. Auch. Addieren. A-Griegel und A-Griegel sind 2 Griegel. In Schilling. Ja, da lacht es nicht. Ich habe genügend Geschäft gemacht bei euch im U4. Nur meine U4-Zeit war vorbei, wie ich einmal zum weiblichen DJ gesagt habe, Geschatzl, könntest du mir nicht spielen, was weiß ich. Und die schaut mich an und sagt, Alter, ich bin nicht dein Schatzl. Und man sagt, okay, andere Baustelle gehen wir. Das war's. Ja. Im U4 hast du Bühnenerfahrung gesammelt. Wie schaut es mit deiner weiteren Bühnenerfahrung aus? Was sind da so deine Ziele? Gibt es eine Traumbühne, auf der du einmal stehen willst? Die gibt es ganz sicher nicht. Ich meine, ich habe am Anfang von Falco gesagt, ich kann mir das Live-Spielen nicht leisten und das hat damals auch gestimmt. Weil mit einem Album oder mit 2 Alben auf Tour zu gehen, mit so einer großen Mannschaft, die du brauchst, um das, was auf der Platte ist, zu übersetzen live, ist nicht eingegangen. Es ist das erste Mal nach Amadeus eingegangen und ich habe 3 Tourneen bis jetzt gespielt und 3-mal draufgezahlt. Ja.
Ich habe das aber eigentlich betrachtet als ein gutes Investment in die Zukunft und spiele daher dieses Jahr eine Tournee, bei der ich sicher was verdienen will. Mhm. Ich gehe von dem Standpunkt aus, dass die Leute kommen, um mich zu sehen und um eine Hightech-Produktion zu hören. Und für das ist kein Firlefanz notwendig. Wir können mit den internationalen Produktionen sowieso nicht mithalten. Da brauchen wir uns gar nicht aufhalten damit. Ich war ja bisher für meinen Stab eigentlich mehr oder weniger aufgrund meiner unendlichen Gutmütigkeit ein Selbstbedienungsladen, weil jeder reingegangen ist und gesagt hat, pass auf, das braucht man noch, Alter. Und das war auch nicht schlecht. Es kommt um kein Mensch mehr oder weniger, ob da jetzt AKW-Ton oder Licht mehr steht. Ich beschränke mich auf das Notwendigste. Wir haben eine schöne Bühne, wir haben ein bisschen eine neue Mannschaft, wir haben einen neuen Drummer, wir haben einen neuen Gitarristen, wir haben zwei neue Madeln. Ansonsten ist es Falco so, wie er auf der Platte zu hören ist, halt auch angesichtigt. Mhm. Ne? Und einer, der halt auch beweist, dass er schwitzen kann. Mhm. Wenn man einer gesagt hat, Alter, du, ich mein, mir fällt auf bei deinem Live-Konzept, du schwitzt gar nicht. Naja, Transpiri, Transpira. Gute Kondition. Ja. Du hast gerade auch ein bisschen vom Geld gesprochen. Du warst zu deiner U4-Zeit in deinem Beginn ein junger, hungriger Musiker, ganz klar, wie jeder am Anfang. Jetzt bist du ein millionenschwerer Musiker. Ein Konzern. Ein Konzern. Bist du ein Konzern? Ein Konzern, nein, das ist ein neues Wort, also, das haben wir kreiert. Der Nagy war bei den Dreharbeiten ja? zum Video. Sag ich, ja. Na, und was wollen wir denn ungefähr so reden? Ja. Und er sagt, naja, dein Weg vom U4-Musiker zum Konzern, und ich verstehe Konzerni, ist ein herrliches Wort. Da werden sich die Promis freuen, wenn wir ein neues Wort haben. Also der Falco ist ein Konzerni? Nein, gar nicht. Nein. Ich bin Einnahmen-Ausgaben-Versteuerer. Mhm. Die Bilanz habe ich mir da gespart bis jetzt. Ist also Geld für deine Arbeit ein gewichtiges Argument? Lass mich so sagen, wenn wir jetzt einmal den volkswirtschaftlichen Aspekt unseres Daseins sehen, dann arbeiten wir alle miteinander, um Geld zu verdienen. Nicht um jeden Preis und auch nicht mit jedem Mittel. Ja? Da muss ja jeder für sich seine ganz speziellen eigenen Maßstäbe anlegen und die habe ich an mir auch gelegt. Ja. Ich habe es mir lange Zeit gerne leicht gemacht, aus dem Grund, weil es ganz einfach eine flockige Antwort ist, zu sagen, Wissen Sie, lieber Herr Journalist, da zahlen Sie mir was wollen, aber ich arbeite eigentlich darauf hin, unendlich reich zu werden. Bitte, das könnte ich heute auch noch sagen, es stimmt natürlich nur zum Teil, ja. Weil die Marie ist da, es kann mir keiner erzählen, der nicht einmal Blut geleckt hat, dass er also weiterhin gerne gut leben möchte, weil um das geht es eigentlich. Aber irgendwann verliert sie einen Reiz. Naja, schau, ob ich unbedingt meinen Kindern ein Millionenvermögen hinterlassen möchte, da bin ich mir nicht sicher. Ja. Ich möchte nur meiner Familie, meinem Kind alles bieten, was es sich vorstellen kann. Ausbildung, alles, soll ein Stück Natur auch haben. Aber ich mein Gott, mit der Marie, was soll man denn machen damit? Mitnehmen können wir uns nicht. Aber im Prinzip ist es so, dass ich eigentlich nicht mehr ohne die Marie leben möchte. Mhm. Ja. Bist du so auch ein Stück Typ Geschäftsmann, so dass du da, was weiß ich, Geld anlegst oder schaust, was du am günstigsten damit machst? Ich glaube gar einfach nicht. Schön leben. Ich glaube überhaupt nicht, ich tue nur so. Und? Glaubt man dir's? Ja, glaubst man's? Nein. Naja. Nein, ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob man das von der Seite oder von der Seite sieht. Ich meine, ich habe mit dem Kommissar nie gedacht, über die Grenzen von Österreich überhaupt hinauszukommen. Nur soll ich nein sagen, wenn ich es tue. Ich meine, wer von uns bitte, wer war denn so deppert, so aufs Hirn gefallen, dass er sagt, na bitte nein, wir haben einen Welthit, aber lass es uns klein kochen, weil das kommt mit meiner kreativen Entwicklung nicht mit. Ja. Was ja gestimmt hat eigentlich. Der kommerzielle Erfolg bei mir hat nie in den ersten 3-4 Jahren nicht einmal im geringsten Schritt gehalten mit meiner kreativen Entwicklung. Das heißt, ich bin überfahren worden eigentlich, nur im Fallen wachsen dann meistens die Flügel. Mhm. Es gibt ja so Gedankenspielereien, die man sich vielleicht manchmal macht und du hast dir ja um deine Person, wie ich heute sehe, sehr viele Gedankenspielereien gemacht. Was wäre, wenn der Kommissar nicht gewesen wäre? Kannst du das ein Bild deiner eigenen Person kreieren, wenn dieser Meilenstein in deiner musikalischen Karriere nicht gewesen wäre? Wo wärst du heute? Ich glaube, ich wäre sicher Musiker. Bin ich mir ganz sicher. Und ich lasse mich auch zunehmend mit der Bassgitarre fotografieren, um vielleicht ein bisschen versteckt darauf hinzuweisen, dass ich mich immer noch mehr als Musiker fühle als Konzerni oder als Medienjongleur oder was weiß ich was. Ich glaube, ich war jetzt sicher Musiker. Kein besonders guter, aber sicher ein Goscherter. Mhm. Du hast vorher gesagt, damals gab es den Weg, entweder die ORF Big Band oder halt
den kommerziellen Weg in irgendeiner Form. Wäre es vielleicht ORF Big Band gewesen für Falco? Möglicherweise. Ja? Möglicherweise. Da würde ich heute dich interviewen wahrscheinlich. Wärst Journalist gern geworden? Ja, das ist, ich meine, weißt du, zum journalistischen Beruf etwas aus meiner Sicht zu sagen, ist sehr, sehr schwer, weil wir wissen alle, dass wir eigentlich voneinander leben und miteinander leben. Aber ich habe also schon hin und wieder gehört, dass es also durchaus für Leute, für mich nicht, für Leute vorstellbar wäre, dass ich für sie arbeite, um zu schreiben oder um irgendwo in einem elektronischen Geschäft, Privatfernsehen, Privatradio irgendwas zu machen. Könnte man durchaus vorstellen. Ich glaube, dass sich da die Möglichkeiten in den letzten 10 Jahren schon sehr entwickelt haben und das Ende noch gar nicht abschätzbar ist. Mhm. Also da ist für Leute, die ein bisschen von der Diktion her was drauf haben und so, sicherlich ein Auftrag. Wie sind das mit den Medien heute für dich? Ich meine, früher, zu dieser U4-Zeit, zu den Beginnern, kann ich mir vorstellen, warst du froh, wenn jemand über dich berichtet hat, wenn Falco in den Medien wahrgenommen wurde. Heute kannst du dir das aussuchen, mit wem du redest, wem du Interviews gibst, wen nicht. Wie ist da dein Verhältnis zu den Medien? Ist das so eine Art Genugtuung, dass du dir das heute aussuchen kannst? Erstens einmal glaube ich nicht, dass es überhaupt jemanden gibt im Unterhaltungsgeschäft, der sich das aussuchen kann. Das stimmt nicht ganz, ja. Ich mache halt da nur einen bestimmten Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Ich lebe in Österreich und ich habe also mich mit den Leuten hier, sprich auch mit den Medienpartnern, zu arrangieren. Ja? Ich verkaufe in Deutschland, ja, und so weit habe ich auf den deutschen Markt einzugehen. Wobei man vielleicht durchaus zugute kommt, wenn man das so sagen will, dass die Leute unserer Generation, also sagen wir jetzt einmal die 25- bis 40-Jährigen, ja, an immer mehr Schaltstellen überhaupt in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, zu finden sind. Und für mich macht das irgendwie einen Sinn und für mich hat das irgendwas zu sagen, dass halt da die Wiener eigentlich hoch im Kurs sind. Ich versuche halt meistens wegzugehen von der alten Taktik der Präpotenz, weil ich kann nicht mich über Leute, über einen Markt oder über überhaupt sonst was lustig machen, nur aus dem Grund, weil ich keinen Schmäh habe für die Leute. Ja. Weil von den Leuten kann ich nicht erwarten, dass sie mich verstehen. Ich muss also schon daherkommen und muss auf irgendeine Art und Weise versuchen, sie zu treffen. Ne? Und ich habe also die Erfahrung gemacht, und das geht von der Straßenbahn über öffentliche Freibäder hin zum Donauturm, wenn man sie benimmt wie ein Mensch, und das hat gleichzeitig auch Relevanz für die Arbeit mit den Medienpartnern. Wenn man sich benimmt wie ein Mensch, dann wird man meistens also behandelt. Mhm. Nervt dieser Teil der Arbeit eigentlich auf irgendeinem Grad oder ist es einfach part of the job? Es ist ein professionelles Öffentlichkeitsleben. Und ich kann nicht zum Heurigen gehen und dort angesoffen rausfallen, ohne dann irgendwie nächsten Tag in irgendwelchen Klatschkolumnen zu stehen. Das ist mir ziemlich klar. Ich habe auch vielleicht bisher ein bisschen den Fehler gemacht, zu sagen, na pass auf, wenn ich angesoffen rausfallen will beim Heurigen, dann ist das heute so. Dann ist es heute so und ich habe nichts zu verheimlichen. Das ist nicht ganz gut, weil man weckt eigentlich nur die Geilheit der Leute, den Voyeur in den Leuten, und das muss man ja nicht unbedingt. Man muss sie ja nicht als Rock'n'Roll-Musiker noch mehr zum Kasperl machen, als man eh schon ist. Mhm. Ruhe bitte! In der Entstehungsphase, in der Produktionsphase der neuen LP hat es ja produktionstechnisch einige, naja, sagen wir mal, Wirrnisse gegeben. Zuerst das Produktionsduo, Produzentenduo, Mende de Rouge, dann doch wieder die Bolland-Brüder. Was ist ein Produzent in der Arbeit, in der Zusammenarbeit mit Falco? Was die Wirrnisse zur Entstehung dieser Platte angeht, sage ich es jetzt in Österreich ultimativ. Und zum wirklich letzten Mal. Seit langer Zeit, eigentlich seit Beginn meiner Solo-Karriere, halte ich es so, dass ich glaube, eine Langspielplatte muss ein rundes Werk sein. Das heißt, jeder Cut auf der Langspielplatte bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit. Ich komme nicht herum, ja, festzustellen, dass es in der Musik Fachgebiete, nennen wir es technokratisch, Fachgebiete gibt, in denen andere Leute wesentlich professioneller geeicht sind, als ich es bin. Infolgedessen gebe ich seit Beginn meiner Solo-Karriere
Partnern, ich nenne sie ganz charmant Partner und Credits achtungsvoll Partner, die Möglichkeit, mit mir zu arbeiten. Mhm. Ein deutscher Journalist hat es einmal auf einen Punkt gebracht, das ist nicht von mir, ich sage es nur einmal. Während viele seiner prominenten Kollegen nur die Dinge machen, die auf ihrem Mist gewachsen sind, ist er auf Zuträger angewiesen. Das kann man sehen, wenn man will. Ich habe aber ultimativ alle meine Partner bisher auf einen Punkt hinweisen müssen. Letztlich, und es hat dann immer lange Gesichter gegeben, und dann im Endeffekt ist es so gegangen, wie ich wollte. Es hat vor Ihnen Falco gegeben, es hat mit Ihnen Falco gegeben und es wird nach Ihnen Falco geben. Und das Licht ist ausgegangen. Da geht gleich das Licht aus. Auf die Meldung waren die Topferl nicht gefasst. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie ja. Ist das problematisch? Oder? Geht? Nein. Ich musste aber bisher immer noch unwiderruflich und endgültig alle meine geschätzten Partner, wie sie geheißen haben, wie sie heißen werden, auf eines hinweisen, es hat vor Ihnen Falco gegeben, es hat mit Ihnen Falco gegeben, es gibt Falco mit Ihnen und es wird Falco nach Ihnen geben. Und an mir kommen Sie nicht vorbei, Sie kommen gerne an mir vorbei, aber nicht auf meine Schallplatten. Infolgedessen gibt es bei mir kein Offentheater und keine Sandkiste und auch keine Wirrnisse in der Entstehung von meinen Platten. Es gibt eigentlich Wirrnisse nur für die Journalisten, die andere Story wollen und zuerst zu den Leuten gehen, die bei mir beschäftigt sind und bei mir bezahlt werden. Ja. Und in diesem konkreten Fall war das Duo Mende de Rouge. Ich habe ganz einfach letztes Jahr viel Zeit gehabt, ja. Und war vielleicht auch ein bisschen daran interessiert, mein Verhältnis zu den Bolens zu korrigieren, was mir voll aufgelungen ist. Mhm. Und habe eben anderen Leuten, von denen ich also den Eindruck hatte, es könnte sich auszahlen, mit denen was zu tun, was ihr auszahlt habt im Endeffekt dann, die Möglichkeit gegeben, eben habe gesagt, pass auf, lass uns Nummern machen. Was die zwei Herrschaften gemacht haben. Und scheinbar sehe ich da mich noch nicht ganz richtig, weil ich bin in einer Größenordnung und in einer Luft, wo ich mir sowas nicht leisten kann, ohne dass das passiert, was sie gemacht haben. Sie sind nämlich losgezogen und haben in die ganze Welt hinaus posant, sie wären die neuen Falco-Produzenten. Was das auch immer heißen mag, auf jeden Fall dürften sie auch geschäftliche Verpflichtungen eingegangen sein, die sie nicht eingehen hätten dürfen. Infolgedessen mussten sie sich dann natürlich unglaublich gekränkt fühlen, als es dann nicht so war, dass sie meine Produzenten waren, sondern ich habe ganz einfach nur 4 Nummern gekauft und sie sind froh, dass ich überhaupt eine gekauft habe. Mhm. Und dass ich mit den Brüdern Bolland einen Schmäh habe, ja, über den ganz schwer nur irgendwas gehen wird, das steht fest für die Bolands und das steht für mich fest. Nur gibt es in jedem permanenten Dialog, in jedem Arbeitsverhältnis einmal Schatten und Licht und ohne Schatten kein Licht und umgekehrt. Mhm. Ich glaube, dass die Bolands die ultimativen Hightech-Produzenten sind, deren Schmäh, deren Komposition und deren Producement halt für sie allein ganz einfach zu glatt ist, was du daran sehen kannst, welche Erfolge sie, ich meine das jetzt gar nicht abwertend und gar nicht zynisch, welche Erfolge sie mit ihrer Solokarriere oder welche Erfolge sie mit anderen Künstlern haben. Mhm. Weil ich mache ja bisher nicht sehr viel mit anderen Produzenten, während alle meine sogenannten Produzenten ja durchaus auch mit anderen Künstlern arbeiten. Und wenn man sich das von der Warte her ansieht, dann muss man sagen, der Hansi ist eigentlich wirklich ein abgefuckter Typ, weil von hinten bis vorn passiert im Prinzip das, was er sagt, weil er zahlt sie auch. Mhm. Und das ist eigentlich das, worum es geht für alle meine Partner. Mhm. Und ich meine, an den 25 Millionen verkauften Tonträgern kommt keiner so schnell vorbei. Und ich habe im deutschsprachigen Schallplattengeschäft diese Maßstäbe gesetzt und an mir kommt keiner vorbei. Sonst muss ich wieder das Rohrstaberl auspacken und wieder mal bisschen, weil der Schmäh mit der Sandkiste so von wegen der Hansi geht in die Konditorei und kauft sich ein Eis, das läuft ja nicht. Es geht ja um Beträge und es geht nicht nur um Beträge, sondern auch in erster Linie darum, die Leute, die in den Schallplattenhandel gehen und sich Schallplatten kaufen wollen, zufriedenzustellen und anzusprechen. Und das war es mir halt bisher wert, mich auf viele Streitereien mit vielen Leuten einzulassen, weil ich ein gutmütiger Depp bin und weil ich glaube, dass man den Leuten das Beste auf der Platte bieten sollte. Höchstwahrscheinlich muss ich irgendwann einmal dorthin kommen, 9 Titel von A bis Z selber zu machen und einen Hit in Auftragsproduktion zu geben. Das geht nämlich alles. Das
Du hast zwar gesagt, du hast 4 Nummern von Mende de Rouge gekauft. Das klingt für viele Leute vielleicht rein vom Vokabel ein bisschen eigenartig. Ein Musiker kauft Nummern. Kannst du das ein bisschen erklären? Naja, kaufen heißt, schau, ich weiß ja selber nicht, was rauskommt dabei. Wenn ich also zu denen ins Studio gehe und sage, okay, mach mal, dann hast du ja keinen unmittelbaren, keine Distanz dazu. Du siehst es ja dann immer eigentlich einen Tag später oder einen Monat später oder sonst was. Wir haben 8 gemacht, davon habe ich 4 weggehauen, weil es nicht, die waren, ich will gar nicht einmal sagen, sie waren nicht gut genug, sie waren ganz einfach nicht gut. Auch ich war nicht gut drauf, ja, weil es eben nicht passt hat. Und 4 habe ich gekauft, das heißt, ich habe 4 genommen und ich glaube, dass sie gut bedient sind damit und das vor allem für die Leute, auf der Platte, um die geht es ja eigentlich, es geht ja nicht um das, was da alles entsteht, bis die Platte dann da ist, weil ich glaube, das interessiert vielleicht 2,5% der Leute, was da passiert und den Rest interessiert das, was auf der Platte ist. Ich glaube, dass die Mende de Rouge Nummern ein Beweis dafür sind, dass auch eine andere Möglichkeit da ist, dass also nicht immer so vordergründig plakativ sein muss, sondern auch, dass es langsam geht, dass es einmal ein bisschen anders geht. Also du betrachtest dich und deine Produzenten nicht als Team, die irgendwie Nummern zusammen erarbeiten, sondern du bezahlst sie. Das ist ihr Job und sie liefern dafür die Leistung ab. Es ist ja auch nicht so, dass wir die Nummern miteinander erarbeiten. Ja. Nein? Es ist so, dass ich einen Haufen Demos angeboten bekomme und das alles durch meinen Filter laufen lasse. Und wenn dann am Ende so viel über ist, dass ich eine Nummer machen kann draus, mit einem Hook, ich brauche ein Verkaufsargument für eine Nummer. Das klingt jetzt alles unglaublich technokratisch und Hightech, das ist eigentlich gar nicht, weil ich höre eigentlich beim ersten Anhören, ob was geht oder nicht. Ich kriege eine Unzahl von Demos und davon mache ich halt LP-Titeln und LP-Titeln mache ich so lang, bis ich Single-Nummern habe. Und das ist vielleicht eine Hightech-Aussage, um die sich viele Künstler herumdrücken würden, weil es geht ja im Prinzip darum, ihre Konzepte zu verkaufen. Und mein Gott, ich wollte mich ja immer wieder verwirklichen, 68 Spätlese, und ich wollte ja also immer, ich weiß, dass ich für viele Leute ein Brechmittel bin, aber Gott sei Dank, wenigstens etwas. Es geht darum, Albumtitel so lang zu machen, bis man Singletitel hat. Für mich. Klar. Und glaubst du nicht, dass es diese Leute tatsächlich noch gibt, die halt wirklich sich und ihr Konzept verwirklichen wollen und mit wessen Vorstellungen, musikalischer oder sonstiger Art, die gibt's ganz sicher. Die gibt es ganz sicher. Viel Glück. So, eins noch jetzt, wer ist jetzt der Produzent in der Zusammenarbeit mit Falco? Was hat er für einen Stellenwert? Er ist Beteiligter einfach. Er ist ein Mensch, der seinen Job macht. Er ist ein Hauptbeteiligter. Mhm. Er ist ein Hauptbeteiligter und hat also bei mir immer Credits en masse bekommen. Das hat bei Robert Bonga begonnen, den ich als meinen Bruder gehandelt habe, ja? Der Öffentlichkeit gegenüber. Ist über die Bollins weitergegangen. Schau, natürlich ist der Produzent einer, der eigentlich am liebsten selber singen tät. Das muss man einmal so sagen. Der nicht nur selber gern singen tät, sondern auch natürlich so weit im Fokus stehen möchte, dass Alan Parson ist ein so ein Mann. Der also vom ersten bis zum letzten, Mike Oldfield ist ein so ein Mann. Viele Produzenten, die hauptberuflich Keyboarder sind, glaube ich, gehen so auf diese Schiene hin. Nur bitte, ich wünsche Ihnen viel Glück. Nur, auf meine Platten kommen sie an mir nicht vorbei. Und wenn mir auch nur, und das geht auch, ist auch adressiert an die Schallplattenindustrie, wenn mir auch nur ein Takt nicht gefällt, ja, dann riskiere ich alles und stecke die Platten weg und mache den Takt noch einmal und dann biete ich sie an. Mhm. Wie schaut denn das mit dir und der Schallplattenindustrie mit dieser Ehe aus? Ich meine, früher, du warst der Falco, der in einer damals kleinen österreichischen Plattenfirma auch sie groß gemacht hat. Jetzt gibt es Falco weltweit. Das heißt, auch weltweit werden Veröffentlichungsdaten und PR-Strategien und all diese Dinge, die da dazugehören, abgestimmt. Wie ist da dein Verhältnis dazu, zu diesem weltweiten Falco? Ich glaube, dass für 97,5% der Leute, unserer Zuhörer jetzt, eine Schallplatte auch nur ein Ding mit ein paar Röhren ist. Dabei ist ja eigentlich ein Ding mit nur einer Röhren. Und man soll dieses Ding um Gottes Willen nicht überbewerten. Ich glaube, wenn man eines tut, wenn man die Leute nicht permanent verblödet mit Unterhaltungsmusik, tut man eigentlich eh schon viel. Und ich möchte, natürlich ist das Schallplattengeschäft ein Riesenkonzern, in das unzweifelhaft da Millionen von Arbeitsplätzen gebunden sind. Also hat das schon auch eine wirtschaftliche Relevanz. Aber im Endeffekt
Was wir auch aus der Nielsen-Kiste gelernt haben, was ich gelernt habe, ist, dass das Schallplattengeschäft trotz des schlechten Images, und das jetzt ganz kurz und klar auf den Punkt gesagt, ein hochmoralisches Geschäft ist. Weil die Leute gehen nicht ins Schallplattengeschäft und kaufen sie eine Platte, weil am Cover die Titten der Nielsen sind oder meine goldene Uhr, sondern die kaufen sich eine Platte, weil sie sie anspricht, weil sie trifft. Mhm. Ja? Und das ist das Musikgeschäft. Und wir können reden über mein Verhältnis zur Schallplatten, zur Schallplattenindustrie, über den Konzerni, über Verträge, über Producer-Sublizenzen, über Verlage, über, du kannst von mir gerne hören, dass ich auch zwei Musikverlage habe. Das ist alles unwichtig, solange nicht eins passiert. Solange man all diese Dinge auf den Punkt bringt, dass man ein Liedl macht, das bei den Leuten eine geht, ganz deutsch gesagt. Ja, wo die Leute spontan, und da ist die Hemmschwelle sehr gering, weißt? Die Leute sind zu Musik, zu Unterhaltungsmusik, zu Rock'n'Roll-Musik, wie man es immer nennen will, unglaublich spontan. Es gefällt ihnen aus, gefällt ihnen nicht. Ich glaube nicht, ja, dass ein Großteil der Schallplatten, die verkauft werden, aus dem Grund verkauft werden, weil die Leute auf der Straße, die Leute zu Hause, das Konzept dieses Künstlers interessiert. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass man die Welt mit Schallplatten verändern kann. Man kann nicht einmal das Image von Österreich in der Welt irgendwie aufbessern mit einer Schallplatte. Das ist eine Illusion. Dass unser Image in Amerika, also das Kind, das jetzt nicht so dumm herrscht, mit einer Million verkauften Schallplatten, triffst du vielleicht ein halbes Milliprozent der Weltbevölkerung, was willst du da? Man muss also in diesem ganzen gescheiten Gerede drinnen eigentlich ansehen. Es geht um nichts anderes, als from heart to heart die Leute zu treffen, mit irgendeinem Schmäh zu treffen, so weit, dass sie sich positiv angesprochen fühlen, dass sie also sagen, irgendwie, das ist gut. Und dabei, ja, muss man seine eigenen Grenzen dahin setzen, dass man sagt, ich mache es mir so schwer wie möglich. An Träumen, an Illusionen ist aber bei dir nicht mehr viel übergeblieben. Eigentlich nicht. Aber ich meine, ich komme immer in die Situation, so blöd herumzureden, wenn ich halt leider immer wieder daran erinnert werde, dass diese Dinge auch da sind. Mhm. Weil eigentlich Daddy Asher am liebsten wieder meine Tochter küssen und eigentlich Daddy Asher wieder am liebsten die nächste Nummer irgendwie produzieren, damit wir wieder beim Wort sind. Eigentlich würde ich mich mit dem allen eh nicht beschäftigen. Nur wenn ich darauf angesprochen werde, dann muss ich in der Lage sein, was zu sagen dazu, und das tue ich. Gut, danke schön. Danke. So, wir machen jetzt Stellen. Also Hanni, du hast ein wunderschönes T-Shirt an. Schauen Sie, meine Damen und Herren, das ist ungefähr so, ich tue das einmal ein bisschen herzuhören da. Das ist so, wie man Falco zum Beispiel in England sieht. Ne? Gerade, dass er nicht also Mein Kampf dort proklamieren würde. Ist es halt, ne? Gender. In England. Aber die Hanni stört das nicht, gell? Nein. Ja. Hast du schon gehört, oder? Bitte? Schon gehört, die? Nein, ich meine, halt wie es vorgestellt worden ist am Sonntag, aber das war ja leider nur kurz. Na, sag. Sucht nur das Fernsehen zu, also eigentlich. eigentlich ja. Nein, spitze wie immer, kann man gar nichts sagen. So, hör einmal, was hältst du von dem ganzen Gerede, was ich da abziehe? Hat das irgendeine Bedeutung für dich? Ist das notwendig oder nicht? Für mich? Puh. Sagt er das irgendwas, wenn wir da reden über Produzenten und über Verlage und Sublizenzen? Ich sage, ich meine, wenn es nicht wird, jetzt mir auch nichts. Das ist jetzt, meine Damen und Herren, die Stimme des Volkes. In Person der Hanni in diesem speziellen Fall. Aber eins sage ich euch, ich meine, ein angefuckter Profi bin ich schon, ich unterschreibe nämlich schon die sechste Platte mit einem Filzstift, der gar nicht schreibt. Ja. Ja, dann mache ich alle nochmal. Es ist ja auch so, dass, wie unser Bürgermeister sagt, immer lachen. Wenn du der Kamera siehst, immer lachen. Naja. Tschüss.
Schaut schon ein bisschen dem Julio Iglesias ähnlich, gell? So von der Porosität der Haut her. Naja, mein Gott, wir werden älter. Mich erinnert es mehr an George Michael mit der Brille. Um Gottes Willen. Ja, es ist ja heute nur so, dass ich mich mit dem George Michael insofern nicht vergleichen kann, weil der kann singen. Oh ja. Gib's dir dann nicht? Ich gebe dir so mit diese Hanni und schreibe also hier aufs Hirn für Hanni. Gut, danke. Ja, die Wahrheit, Hanni, ist nämlich die, eigentlich mache ich nur für dich Schreiber. Ah, danke. Und das ist die Wahrheit. So. Was kann ich für Sie tun? So, wir sind fertig. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit hast. Ja, du, gut. Anni, du bist ein riesengroßer Falco-Fan, hast auch einen Falco-Fanclub ins Leben gerufen. Wann ist es passiert? Wann hast du deine Liebe zu Falco entdeckt? Ja, also eigentlich ab dem Kommissar und so richtig dann ab dem Konzert am Rathausplatz 1985. Also war ich, da bin ich so richtig live erlebt und habe mir gedacht, naja, das ist ein Wahnsinn und muss ich eigentlich auch länger Fan sein, weil ich war so richtig neugierig, wie es da weitergeht, weil ich so begeistert war. Und haben mir dann gedacht, es wäre super, ihn kennenzulernen. Und haben alle gesagt, ja, sicher wäre es super. Ich meine, das wünschen sich viele. Und da habe ich einmal in einer Zeitung ein Bild gefunden. Da war der Falco drauf und ist drunter gestanden, Falco vor seiner Haustür. Und ich habe jetzt gesagt, ja, ich gehe und suche das Bild, bis ich die Wohnung finde. Haben alle gesagt, ja, du such, ne? Gut, dann habe ich einen Hinweis gehabt, 7. Bezirk, einen Hinweis, 1. Bezirk und so weiter. Naja, dann haben wir gedacht, 7. Bezirk, gut. Dann war der Hinweis, Seitengasse, Marilferstraße. Bin ich halt in meine Sommerferien dort hin und her gerannt, bis ich es gefunden habe. Ne? Ich meine, gut, ja, jetzt habe ich die Adresse, aber ist ja auch nicht so einfach, ihn jetzt zu treffen. Im Sommer bin ich dann nach Kärnten gefahren und habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist er dort, er ist ja öfters in Kärnten. Und ich gehe einmal nach dem Frühstück dort raus in den Garten, sitzt er dort und frühstückt. Ne? Also ich habe mir gedacht, na, das gibt's gar nicht. Dann habe ich eben mit ihm so plaudert ein bisschen. Und durch meine Schwester habe ich ihn dann eigentlich so richtig kennengelernt, weil sie kennt die eben vom Tanztheater und wie das war, wo er mit Tanztheater zusammengearbeitet hat. Bin ich dann dort zu jeder Probe gekommen und das war dann echt super. Und seitdem kenne ich ihn so eben auch ein bisschen. Was war es, das deine Begeisterung ausgelöst hat? Was fasziniert dich an dem Falco so? Ja, also schon mal, dass er anders ist eben. Nicht immer dieselbe Leier. Also so eben einmal anders. Zum Beispiel, das, ich finde das so toll, Deutsch mit Englisch zu vermischen. Und es ist eben einmal was anderes. Die anderen, das kann man überhaupt nicht vergleichen, finde ich. Und überhaupt sein ganzes Auftreten. Und man hat das Gefühl, ja, er weiß eben, was er will und das fasziniert mich überhaupt und das Ganze an ihm eben, so wie er ist. Das sind ja schon fast technische Details. Es geht doch viel, sicher viel gefühlvoller oder viel, viel menschlicher. Ist er ein toller Mann? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ist sicher vom Aussehen auch auf jeden Fall. Und überhaupt, so wie er eben ist, also als Ganzer ist ein Traum. Und was gehört jetzt dazu, um Falco-Fan zu sein? Also du bist extremer Fan, hast ein T-Shirt, Clubhefte herausgebracht, das entsprechende Fotoalbum. Dein Vater hat dir sogar die entsprechende Jacke geschneidert. Was sind so die Facetten am Falco-Fan? Ja, ich finde jetzt, es ist kein richtiger Fan, der eben nur ins Konzert geht und nur die Platten anhört. Ich überlege mir oft, wenn er was sagt, warum sagt er das und was in ihm vorgeht und überhaupt so als warum er das macht und warum er das nicht macht. Und ich versuche ihm, also ich finde, ich beobachte ihn halt so genau. Also die Konzerte sicher, das gehört auf jeden Fall dazu, ohne dem geht es ja gar nicht. Und der Club eben, es hat eben keinen Falco-Club gegeben. Also ich wollte mal eine Zeitschrift einen gründen, das ist aber anscheinend nichts geworden. Und ich habe einmal gesprochen mit Falco, seinem Gitarristen, und der hat gemeint, ja, was hast denn da schon alles von ihm? Und da hat er gemeint, fehlt alles bis auf den Fanclub. Da habe ich mir gedacht, ja, ist eigentlich eh wahr und habe eine Annonce aufgegeben und dann haben wir ein paar geschrieben, habe ich mir gedacht, gut, jetzt fange ich an
Und jetzt bringe ich eben so ab und zu Hefteln heraus. Das ist ja viel Arbeit. Wie viel Arbeit machst du da damit? Ja, also ich finde es nicht als Arbeit. Das ist mein Hobby eigentlich. Ich mache es irrsinnig gerne. Ich sammle eben eh alles von ihm und macht mir das Spaß, Zeitschriften zu gestalten eben und die dann verschicken. Und ich denke mir, ja, vor allem in Deutschland, die haben ja nicht das Material, was bei uns ist. Die freuen sich dann auch und das macht mir eben Spaß. Also das sind in diesen Zeitschriften, kannst du uns das kurz zeigen? Mhm. Das sind so Ausschnitte aus ja, Zeitungen und dann... Zeitungsausschnitte tatsächlich. Und dann tust du selber dazu Artikel? Wenn mir das einfällt, dann versuche ich ihm selber was dazu zu schreiben. Und ja, oder einmal habe ich eben also Autogramme dazugelegt oder ab und zu Fotos zum Tauschen. Der eine macht in Deutschland bei einem Konzert ein Foto, ich schicke dafür eins von da. Und wie bist du zur Jacke gekommen? Also wo habt ihr, ich meine, wie hast du das Original einfach im Kopf gehabt oder wie hat das funktioniert? Na, also eigentlich die Jacke war ein Grund, weil ich habe beim Falco Doppelgänger im Wettbewerb als einziges Mädchen mitgemacht. Und beim Doppelgänger halt, ja. Hast du gefunden, dass du eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm hast? Nein, das nicht. Ich wollte nur eigentlich spaßhalber mal wissen, das war im Rahmen vom Stadtfest, wie das ist auf einer Bühne und so und war total begeistert und bin auch weitergekommen. Und da habe ich mir gedacht, gut, jetzt habe ich die schwarze Lederjacke angehabt, aber es muss leibender sein, was anderes. Habe ich meinem Vater segiert, der ist im Schneider gewesen. Heißt, die Jacke, die gefällt mir überhaupt so gut, hätte das nicht gehen. Ich habe alle Bilder gesammelt, wo eben die Jacke oben war. Dann habe ich ein Video, da sieht man es von hinten, von der Seite. Dann hat mein Papa das halt studiert. Dann haben wir gemeinsam alles gesucht und das ist eben das Produkt. Die ganze Familie wird da involviert? Ja, freiwillig und unfreiwillig. Und was sagen so deine Eltern eigentlich, dass du großer Falco-Fan bist? Können die das verstehen oder sagen sie, geh, vergiss den? Na, also ich glaube eigentlich, sie verstehen schon. Mein Vater vielleicht weniger, obwohl er die Jacke gemacht hat, er denkt sich ja, jeden gefällt wer anderer und meine Mutter, die begeistert sich eigentlich auch für ihn und ja, meine Schwestern, die sind schon älter, die haben eigentlich beide andere Interessen, aber wenn ich sage, schaut, der hat eine neue Platte, dann horchen sie sich auch an, also sie zeigen eigentlich alle schon Interesse. Sie möchten auch wissen, was mich so daran begeistert eben. Und du hast die neue Single Wiener Blut, hast du schon gehört? Mhm. Ein fachmännisches Urteil aus deinem Munde? Von fachmännisch, naja. Also beim ersten Mal anhören muss ich sagen, sicher, ich habe schon lange darauf gewartet eben, muss ich sagen, beim ersten Mal, also nach einmal kann man einmal nichts sagen, beim zweiten Mal merkt man, ja, es ist eben wieder Falco und beim dritten Mal, dass eben wieder super ist und dass sicher ein Erfolg wird und überhaupt der Text, dass man wieder mal auf den Text auch horchen muss und kann. Und gehört das dazu, dass man die Falco-Texte auch auswendig kann? Ja, ich meine, bei mir dauert das nicht lange. Ich höre das ein paar Mal und ich kann es. Wie weit es dazu gehört, kann ich nicht sagen. Ich finde, viele singen es ohne Wissen, was damit gemeint ist. Aber Texte können, ich glaube, die meisten können die sowieso dann. Also du hast als Fanclub-Leiterin so einen gewissen Überblick über Falco-Fans. Falco hat ja jetzt lange Zeit nichts gemacht. Ist ja das Interesse der Fans geschwunden oder ist Falco nach wie vor in? Ja, also man merkt es bei dem Club auch stark. Die echten Fans, die überbleiben, auch wenn einmal länger nichts zu hören ist. Sie schreiben eben, weißt nichts, naja, wenn nicht, gut, wird wieder was kommen. Und man merkt stark, jetzt ist irgendwer anderer in, dass die dann doch eben kein Interesse mehr haben. Und das sind dann für mich keine wahren Fans, muss ich sagen. Und ich versuche eben die wahren Fans in meinem Club zu haben. Und wie lange kannst du dir vorstellen, dass du Falco-Fan bleibst? Ist das so jetzt eine Lebenseinstellung? Ja, oder? Ich denke schon. Also interessieren werde ich mich immer für ihn und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das aufhört. Du hast ihn ja schon entsprechend studiert, hast du gesagt. Also Fotos, Zeitungen, Videos, was man im Fernsehen sieht, im Radio hört. Kannst du eigentlich seine Bewegungen, hast du die auch drauf? Ja, im Moment vielleicht nicht mehr so, aber damals eben für den Wettbewerb war es eben so, zu einem Lied von ihm so tun, als ob man singen und sich dazu bewegen würde. Also die typischen Falco-Bewegungen? Natürlich. Na, also eben wie gesagt, im Moment, ich meine sicher, wenn ich es probiere, geht es dann wieder. Also mit den Händen, die Spielereien, hast du das? Oh, das weiß ich nicht, wie weit das so aussieht dann. Oh. Singen jetzt mal. Ich weiß nicht, der hat den Weg. Ja, er redet überhaupt viel mehr mit den Händen, ja. Eben und nur bei mir ist es eben so, dass ich die Hände beim Reden weniger verwende und er macht es automatisch eben.
gut, das war. Brauchen wir noch was? Warte mal, soll ich kurz in mich gehen? Ich glaube, das war das letzte Mal. Ja, gut. Das ist eben jetzt die letzte Zeitschrift, also die eben jetzt aktuell ist sozusagen. Und hauptsächlich Kopien, weil eben in letzter Zeit habe ich ihn ja nicht mehr getroffen und so kann ich nichts selber dazu schreiben. Und das ist eben, wie er beim Jackson-Konzert war und warum er dort war. Und das ist ein Bericht von seiner neuen Platte, wie die Arbeiten waren und wann sie erscheint. Das ist eine, die ist schon ein bisschen älter. Hast du selbst gezeigt? Nein, das ist ein Fan von meinem Club, der fleißig mitarbeitet, einer der wenigen. Das ist eben auch schon älteres Material. Ja, und so sind eben meine Zeitschriften aufgebaut. Was ist denn so dein Traum in Bezug auf Falco? Gibt es einen Traum, den du dir erfüllen möchtest? Ja, Traum. So, also jetzt als Freund, aber jetzt nicht so als Freund, sondern ich meine eben ab und zu mit ihm treffen, zu plaudern. Mir gefällt das irrsinnig gut, mit ihm zu reden. So eben, mir gefällt das erstens, wie er redet und dann mit ihm reden. Ich finde, also so ein bisschen regelmäßig und vielleicht, dass einmal ein Fanclub-Treffen stattfinden könnte mit ihm, das wäre schon toll, ja. Das ist zum Beispiel auch ein Bericht von einem Fan, der war in Amerika, die Karin, und hat mir halt auch etwas geschickt und hat gesagt, sie war erstaunt, wie bekannt er dort eben wirklich ist. Eben ein Kellner hat gehört, sie sind aus Wien, der hat gleich Amadeus zum Singen angefangen. Das ist eigentlich nur so dazwischen, nämlich von den Untouchables, weil eben die auch ein bisschen zusammenhängen. Ja, das ist auch schon ein bisschen ältere, eben von der Single. Und ja, hauptsächlich eben die Single. Und dann hast du noch ein Fotoalbum auch? Ja. Hast du so auf allen größeren wichtigen Falco-Ereignissen, also Konzerten? Ja, auf die Konzerte sowieso immer. Und da habe ich mal gewonnen, eine Einladung zur Probe. Und das war in Kärnten, da habe ich ihn zufällig im Urlaub getroffen. Und da war überhaupt eigentlich nur ich dabei. Das war eben die Proben zur Festspieltournee. Ja. Gut, danke schön. Warte mal, machen wir noch.